Aloha, Moinsen, wie geht's euch? Na, muss erstmal meinen Kaffee umrühren, den habe ich noch erst nur so halb vorbereitet. Bin wieder top vorbereitet hier. Was für ein Tag, wie ist euer Wochenende? Meins ist bisher Ausschlafrinski, Anime Kukuronski. Dann Wikipedionski, um den Anime Ronski zu verstehen, Dionski, und dann fertig machen fürs Strömchen. Momentan irgendwie so eine, ich weiß nicht. Es ist gerade wieder die Zeit, in der ich mir irgendwie denke, ich kann nur mit Anime überleben. Ich habe keine Ahnung warum. Ich gucke auch total gerne Realserien und Realfilme, aber irgendwie vor so ein paar Tagen wieder so einen Knacks gekriegt, wo ich mir dachte, ich brauche jetzt Anime. Aber ich kann die ganzen Animes gerade nicht weitergucken, die wir angefangen haben. Denn mein Freund ist aktuell im Urlaub und naja, man guckt nichts alleine weiter, was man zusammen begonnen hat. Das macht man nicht. Ne? Dementsprechend musste ich mir jetzt selber Sachen suchen. Und faul wie ich bin, bin ich also einfach die Netflix-Bibliothek durchgegangen, um zu schauen, okay, was gibt's hier denn so? Weil, ach, da gibt ja noch genug andere Seiten, ob jetzt Crunchyroll oder Pipapo, es gibt so viel. Aber das ist auch immer anstrengend. Das geht an einem Fernseher nicht so gut. Oder am PC hier sitzen und Anime gucken ist super unangenehm. Und dementsprechend, ja, auf YouTube ist so lala. Und deswegen war Netflix dann die erste Wahl. Ach, es ist eigentlich schon meine dritte Ka Tasse Kaffee. Eigentlich mache ich das nicht. Aber heute ist irgendwie nötig. Ich habe so viel Kacke geträumt, da braucht man auch mal eine Tasse Kaffee mehr als sonst. Also, was habe ich geguckt an Anime? Ich habe innerhalb von sehr wenigen Tagen, ich glaube 2 Tagen oder 3 Tagen, Kakegurui durchgebinged. So ein Gambling-Anime, der übrigens ab 12 ist auf Netflix, was sehr seltsam ist. Nur um dann festzustellen, als ich fertig war, hieß es auch von Netflix so: Übrigens, ab morgen gibt es das Spin-off. Und ich war nur so: Timing! Den Anime gibt es einfach schon seit Jahren. Und ich gucke den Anime einfach fertig, einen Tag bevor ein Spin-off rauskommt, ohne es zu wissen. Das ist perfekt. Mega lustig einfach. Ja, und dann, okay, dann war ich damit durch. Ich hatte aber noch keine Lust, direkt das Spin-off zu gucken. Oder ich glaube, es war eigentlich schon, ich glaube, das Spin-off kam Donnerstag raus. Kakegurui Twin. Und es war auch schon Donnerstag. Es war irgendwie 1 Uhr nachts oder so. Es war schon Donnerstag. Offensichtlich war es nicht für Netflix Donnerstag, denn es war noch nicht draußen. Und dann habe ich mir was anderes gesucht, habe so überlegt, okay, was gibt es denn da jetzt noch so auf Netflix? Vieles hat man schon geguckt. Ganz, ganz viel auf Netflix interessiert mich nicht im Anime-Bereich. Ich weiß nicht so. Hier, Seven. Wer ist das? Seven Deadly Sins? Eine Folge hat gereicht, um zu wissen, dass ich diesen Anime einfach nicht gucken möchte. Zum Beispiel. Der ist ja sehr beliebt, aber ist einfach nichts für mich. Oder. Ach. Bastardo ist jetzt auch rausgekommen. Das ist, glaube ich, auch einfach. Nicht meins. Ich glaube, thematisch einfach nicht gut genug gealtert für mich. Aber ja, was habe ich stattdessen geguckt? Evangelion. Kann ich auch sagen, ist nicht gut gealtert. Also ist immer noch cool. Ich verstehe den Appeal und die Story ist immer noch gut, weil die kann nicht altern, wirklich. Aber sehr viel Zwischenmenschliches ist schwierig in dem Anime. Und Timo und ich, wir hatten damals schon mal, weil der mag den Anime so gerne und ich habe den nie geguckt. Und da dachte ich, ja komm, irgendwie hast du jetzt die Motivation, jetzt guckst du das mal, dann kann man jetzt mal die neuen Filme auch zusammen gucken. Und aber so, ich sag mal, das letzte Drittel des Animes ist ja, da haben die sehr viel Lack gesoffen, ne? Also, oder Pilze geschnupft oder so, ich weiß es nicht. Also das wird ja sehr, sehr wild. Ich wusste nicht, dass das so. Ja, Psycho ist nicht das richtige Wort. Psycho trifft es nicht, aber so abgedreht wird. So
Was ist ein gutes Wort dafür? Für eine Mischung aus wild und abgedreht. Crazy. Es war einfach nur crazy, oder? Sehr crazy. Dementsprechend, ja, habe ich das dann gestern zu Ende geguckt und war dann nur so, dafür bist du jetzt wach geblieben? Ja, das Ende vom Anime ist echt schwierig. Ich verstehe, warum es sehr viele Beschwerden damals gab. Aber es ist ja auch schon einfach so alt. Du liest, der Anime ist von wann? Von 95? Da war ich 6. Uff. Seitdem hat sich ein bisschen was getan. Und ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt die neuen Filme mal gucken. Es gibt ja 4 Filme, die dann nochmal neu gemacht worden sind, die ja teilweise die Story erzählen und teilweise was Neues. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, es wird am komischsten wird es NGE in einer neuen Animationsart, in einer modernen Animationsart zu sehen. Weil ein Anime von 1995 sieht einfach halt brackig aus. Das ist halt so. Aber das gehört auch dazu. So, ich will auch, dass meine Digimon Staffel 1 schwammig aussieht. Ich will, dass mein Pokémon schwammig aussieht. Ich möchte, ach, keine Ahnung, alles, was man so damals geguckt hat. Oh, mein Escaflowne. Ich habe voll Bock, jetzt wieder Escaflowne zu gucken. Ich bin überhaupt kein Fan von Mega-Anime. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht, was ihr so für Animes schaut. Lasst mich gerne wissen. Aber Escaflowne habe ich halt damals geguckt, als das, wie lief das? MTV oder Viva, MTV glaube ich sogar noch. Damals, als es noch vernünftiges MTV gab. Und ich war immer total verliebt irgendwie in dieses Intro, was es im Japanischen so gar nicht gibt. Leider. Ich hatte dann irgendwann mal eine CD gekauft, wo das Vision of Escaflowne Intro drauf war. Nur um festzustellen, ah, im Japanischen haben die ein anderes Intro. Well, sad me. Dementsprechend, ja. Möchte ich das eigentlich auch mal gucken? Ich weiß nichts mehr davon. Also ich weiß nur noch irgendwie, wie 3 Charaktere aussehen. Das hat sich... Vielleicht lohnt sich das auch nochmal. Und großes Sorry an meine Nachbarn gerade. Jetzt zwar nicht zugucken, aber egal. Vielleicht habe ich gerade deutsche Anime-Openings angemacht. Und vielleicht... Hallo, Dano King! Und vielleicht habe ich gerade eine halbe Stunde relativ laut deutsche Anime-Openings gesungen. Und vielleicht war das sehr befreiend und sehr schön. Und ich dachte mir auch einfach so, boah, wie nice es einfach wäre, mal so richtig Anime-Opening-Karaoke zu machen. Aber das denke ich mir halt jetzt, wenn ich in den schützenden 4 Wänden meines Wohnzimmers stehe und treller. Und ich glaube, wenn ich dann vor anderen Leuten stehe, kriege ich keinen Ton raus. Wie das so ist. Weil allein von Nervosität kann man da nicht singen. Also nicht nur, dass es einem die Kehle zuschnürt, finde ich, sondern allein durch die Nervosität triffst du dann halt schon nicht so wirklich unbedingt die Töne, wenn du es nicht gewohnt bist. Und das führt ja dann dazu, dass du schief singst. Und die Befürchtung, dass du schief singst, führt dazu, dass du schief singst. Und deswegen lässt man es dann irgendwie, ne? Aber da muss ich wieder daran denken, wie ich 2000 irgendwas, schon lange her, weiß nicht, 2010 oder so, habe ich mal einen Karaoke-Wettbewerb gewonnen, glaube ich, mit einer Freundin auf der Nikon. In Hannover war das, glaube ich. Hallo Chiara, na? Klassischer Duschsänger. Nee, ich bin kein Duschsänger, weil ich brauche auch die Musik dazu. Also ich muss die Musik auch hören. A cappella singe ich nicht gerne. Und laut Musik im Badezimmer anmachen lohnt nicht. Das höre ich alles unter der Dusche gar nicht. Dann beschalle ich nur die Wohnung und das Haus, aber irgendwie nicht die Dusche. Abgesehen davon, dass es super laut ist, finde ich, wenn man unter der Dusche singt und dass das dann alle hören. Und das möchte ich nicht. Ich habe schon versucht, nicht so laut zu singen im Wohnzimmer. Ich kann nicht mal singen, wenn Timo hier ist. Also ich musste das jetzt noch ausnutzen, dass er weg ist. Weil selbst egal welche Anwesenheit eines menschlichen Wesens hemmt mich, kann ich nicht. Aber damals haben wir diesen Karaoke-Wettbewerb gewonnen und das war noch mit einem J-Pop-Cosplay. Und wir haben das Lied zu unserem Cosplay gesungen, Chirari Zumu von News, beziehungsweise von Koya Shige. Shige übrigens, der Shige, nach dem ich mich benannt habe damals. Ja, good times. Ich habe noch irgendwo diese Urkunde, das ist voll lustig. Ich meine, wir waren Erster, meine ich.
Gekriegt haben wir, glaube ich, nichts dafür. Aber war gut. War sehr lustig. Wir haben halt auch den Tanz gekonnt zu dem Lied. Es gab so einen speziellen Tanz, wenn ihr euch den angucken wollt, den gibt es bestimmt irgendwo auf YouTube. Von Koya Shige mit Y, Koya Shige Chirarizumu. Fängt mit CHI an. Vielleicht findet man das ja, keine Ahnung. Findet man das? Gibt es sowas? Lässt Johnnys irgendwie noch einzelne YouTube-Videos zu? Koya Shige Chirarizumu. Ja, nee. Nee, okay, es gibt nur zwei Cosplay-Auftritte. Drei Cosplay-Auftritte. Vier Cosplay-Auftritte. Okay, also es wurde sehr gerne gecosplayt. Aber das Original ist nicht auf YouTube. Hätte mich jetzt auch gewundert, aber ich weiß nicht, wie gut die Cosplay-Auftritte sind. Wir sind dann nicht, glaube ich. Muss man gerade gucken, nicht, dass da irgendwo unser Auftritt ist und ich weiß da nichts davon oder so. Das wäre jetzt unangenehm. Aber vor allem auch aus anderen Ländern, das ist halt voll cool. Von FinCon und so. Was nicht alles gibt. Aber ist schon nice. Und Koya Shige Mura, die ist so toll, das wäre dann der zweite Teil. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Hallo, hallo Moos, wie geht's? Wie spreche ich dich denn aus? Habe ich dich schon mal gefragt? Moos Rose Jule. Könnte man das jetzt aussprechen? Oder hat das noch einen englischen Touch? Oh boah, ich darf gar nicht in diese Johnnys Geschichte hier reingehen, ey. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist richtig, super. Wie geht's dir? Na? Wir reden gerade über Anime-Intros und dass man die trällert. Bevor wir in die leicht traurige Welt von Whispered World einsteigen, dachte ich, wir pushen uns erstmal so ein bisschen gefühlstechnisch in Sphären unserer Kindheit zurück. Ah, schlimm. Die meisten hauen den englischen Touch rein. Ja, glaube ich. Aber ich ging das so ganz, ganz langsam durch. Wie möchte denn genannt werden? Jule oder Moos oder Rose? Du kannst dir was aussuchen, wirklich, ne? Das ist ja quasi wie drei Vornamen. Gut, dass es kaum Leute gibt, die drei Vornamen haben. Jule, alles klar. Hallo Lady Blanche. Ach Quatsch, Spot wird schon für gute Laune sorgen. Spot ist so süß. Ah. Spot ist so niedlich. Der Dalek, warum habe ich immer noch keinen Spot? Hier ist noch keiner angekommen. Was ist da los? Muss mir auf der Gamescom einschnappen. Ich muss die Firma mal. Ich muss mal sagen, so bringt mir bitte einen mit, wenn ihr noch einen habt. What? Ja. Ich kann auch gar nicht. Ich bin gar nicht selber Sub eigentlich, ne? Nee, läuft. Ich bin ja mit meinem Namen hier eingeloggt im Chat. Müsst ihr jetzt rübergehen? Warte. Es ist ein bisschen umständlich, aber wir kriegen das hin. War richtig gut gelöst, ey. Von uns. Warte. So, und jetzt. Ein paar Spots. So, das war's wert. Das schließe ich jetzt wieder. Der Arme leidet auch immer. Ja. Tiere in. Ja. Der Dalek spielen haben ein schweres Los. Was? Spot ist mein 100 cm Spot unterwegs? Ich hab denen das gesagt. Dano, ich hab denen gesagt, es wird sich ein 100 cm Spot gewünscht. Damit habe ich die Verantwortung abgegeben. True words. Wir alle erinnern uns mit Tränen an die Made im Mixer. An den, ich glaube, irgendwo schlägt man den Hund. Den Rest kriege ich gar nicht mehr hin. In Night of the Rabbits sind ja basically alles Tiere und alle leiden da so ein bisschen vor sich hin. Das kann man gar nicht so wirklich wörtlich nehmen. Was haben wir denn noch? Ach, in Edna leidet bestimmt auch irgendein Tier. Ich habe keine Ahnung mehr. Das kriege ich alles nicht mehr hin. Aber Spot leidet immens. Der Arme. Ja, aber im Moment müssen sie ja erstmal anderen coolen Merch machen. Das ist korrekt und der ist schon ziemlich nice, ne? Habe ich auch noch nicht, ey. Narkotisierte bzw. gedopte Katzen. Stimmt, wo war das nochmal? Oh Gott, ich werfe alles durcheinander mittlerweile. Uff. Aber das Krasseste, was wir mal hatten, das waren ja, als Penta und ich zusammen Toonstruck hier gespielt haben. War es aus Japan? Ja, alles klar.
Es ist ein Brei in meinem Hirn, keine Ahnung. Müsste ich nochmal spielen. Das ist halt echt. Deponia ist so lange her bei mir. Aber ich habe ja noch so ein Edna-Cosplay. Das müsste ich mal fertig machen. Ah, die Postkatzen, ja, stimmt. Ja, was wollte ich sagen? Schwer vergessen. Achso, als Penta und ich Toonstruck gestreamt hatten, da ging es ja auch nicht besser zu. Ne? Toonstruck ist ja nicht von Dedalic, ist ja wesentlich älter. Und da klatschte auch diese Taube oder so gegens Fenster. Boah. Uff. Ja, nice. Ja, ich habe zumindest die Perücke und letztendlich. Ich bin seit 15 Jahren Cosplayerin. Edna ist kein Cosplay, was ich jetzt so machen würde. Für eine Con, weil die hat nicht so viel an. Ne? Und deswegen überlege ich, ob ich halt einfach nur so, ja, was Einfaches mache, was für den Stream halt reicht. Peter wird hellhörig, pass auf. Peter ist immer hellhörig, egal was du machst. Kannst doch deinen Hamster einfach schief angucken, das reicht auch schon, ne? Also Peter, nichts gegen Peter, die machen ja natürlich auch gute Sachen, aber die sind auch manchmal ein bisschen sehr extrem. Aber so ist das oft, ne? Mit Sachen, die was Gutes wollen, die sind übermäßig extrem, damit überhaupt irgendwas erreicht wird. Ob das jetzt Peter ist oder gibt es ja so viele, ne? So viele Sachen. In Toonstruck fand ich die SM-Kuh am besten. Als Kind habe ich das nicht verstanden. War bestimmt auch besser so. Ja! Das war so geil. Ich habe ja Toonstruck nie gespielt gehabt und nie gesehen gehabt. Ich kannte es einfach gar nicht. Und dann haben wir das ja mit dem Pentagon hier gespielt. Und er nur so, ja, pass gleich auf mit der Scheune. Und dann wurde das ja, verdunkelt oder umgedreht, wie auch immer man das nennen mag. Und bevor wir reingegangen sind, war ich nur so, oh, jetzt sag nicht, das wird eine SM-Bude. Und Penta war nur so, woher weißt du das? Ich das war das so, was? Das stimmt? Da gibt es sogar einen Clip von hier irgendwo auf dem Kanal. Weil ich konnte das nicht ahnen. Also ich habe es aber geahnt. Es war sehr lustig. Und ich habe herzlich gelacht. Ich habe herzlich gelacht. Ah, das war einfach so gut. Obwohl ich hätte eigentlich schon Bock, Edna mal zu shooten, aber dann wäre halt so eine Gummizelle halt auch geil. Aber ich kenne jetzt nicht so viele Gummizellen, in denen man shooten kann. Aber Freiwillige vor, wer weiß, wo man eine Gummizelle mieten kann für eine Stunde? Das klingt auch echt falsch, ne? Egal. Als Cosplayer ist das halt genauso wie als Autor. Man googelt und sucht die seltsamsten Dinge. Was ich schon. Das Problem ist ja, ab einer gewissen Suche oder auch ab einem gewissen Jahr wurde es ja immer schlimmer. Wenn du was gesucht hast online, dann hat sich das Internet das ja gemerkt. Ne? Und dann kriegst du die Scheiße überall vorgeschlagen. Und damals habe ich Perona gekospelt aus One Piece. Und mit diesen super hohen roten Lackstiefeln. Ja, ihr wisst, in welchen Stores ich so auf eBay und so unterwegs war. Und ihr wisst, was für eine Werbung ich dann monatelang bekommen habe, ne? Muh, knöpfen mir die Schnitzel weich. Ja, genau so. Google denkt inzwischen auch, ich hätte ein Drogenproblem oder so. Oder hätte vor Weed und Alkohol zum Mischen. Was hast du getan? Wieder fürs Roleplay irgendwas Seltsames gegoogelt? Oder hast du versucht, irgendwie Waschbären zu betäuben? Und alle anderen Leute nur so, Waschbären? Ja, fürs RP, ja. Fürs RP. Für mein Buch. Für Cosplay. Ja, und die Polizei nur so. Ja, ist klar. Ja, aber ich hätte eigentlich echt Bock. So geht man in den Lurk. Ja, alles gut. Family wünscht sich Blumenkohlbombe. Okay, jetzt habe ich eine Frage, was eine Blumenkohlbombe ist. Also ich kenne die Bestandteile. Ich kenne Blumen, ich kenne Kohl, ich kenne Bomben, ich kenne sogar Blumenkohl. Aber was ist eine Blumenkohlbombe? Kitchen Time! Ach ja, und Geschlechtskrankheiten. Schön. Google. Ja. Google. Aber ist immer laut, wenn ich hier Sachen tippe, deswegen. Außerdem wollen die Leute, meisten Leute ja auch Sachen erklären. Aha. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Das sieht sehr deftig aus. Krass. Uff. Bin ich schon satt beim Hingucken.
Blumenkohl in Speck gewickelt. Ja, also laut diesem Rezept nicht nur in Speck gewickelt, sondern auch noch mit so einem Kilo Hackfleisch oder so drumherum. Ja, das ist sehr deftig. Für Fleischliebhaber auf jeden Fall. Da bin ich dann eher so raus. Also ich bin zwar keine Vegetarierin, aber das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu deftig. Aber interessant. Es sieht wieder so typisch deutsch einfach aus. Aber ja, warum nicht? Ah ja, als Rollenspieler will ich auch nicht wissen, was schon alles in meinem Suchverlauf steht und was das für ein Bild auf mich wirft. Ja, sehr grob beschrieben halt. Ja, alles gut, alles gut. Ja, dann wünsche ich gutes Gelingen und guten Hunger. Also auch wenn es mir ein bisschen zu deftig ist, kriege ich schon ein bisschen Hunger, wenn ich das sehe. Weil ich bin momentan so faul. Dadurch, dass ich ja gerade aktuell alleine zu Hause bin, ist das mit dem Kochen nicht so, weil für eine Person kochen lohnt halt meistens einfach nicht. Gestern war ich Gott sei Dank essen. Heute gibt's, ja, ich guck mal, was halt so weg muss. Ich wollte heute eigentlich einkaufen, aber es war nur so, oh, ich habe ausgeschlafen. Oh, ich komme nicht in die Pötte. Oh, ich muss mich für den Stream fertig machen. Ja, schade. Bis ich mit dem Stream fertig bin, hat ja alles zu. Morgen ist Sonntag. Ja, ist egal. Ich habe genug Reste noch für 2 Tage. Ah, ja, dieses Streamerleben. Lieferando versorgt Nina schon. Lieferando bestelle ich schon mal gar nicht. Ne? Lieferando ist halt ziemlicher Arschverein. Wenn würde ich beim Restaurant selber bestellen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß. Aber kostet halt auch viel. Kostet halt auch viel. Ich hatte jetzt nicht so arbeitstechnisch die beste Woche und Lieferando, beziehungsweise irgendwelche Lieferdienste, bisher bei 10, 15 € für eine Person. Das ist halt einfach so das Dreifache von dem, was du für so ein normales Mittagessen zahlen würdest. Das ist gerade eher schlecht. So, ohne Geld. Dementsprechend, ja. Ein andermal wahrscheinlich. Auch wenn ich es erst vorhatte. Ich hatte erst vor, heute eine Pizza zu bestellen, aber ich glaube, ich überlege mir das nochmal. Kratz irgendwas anderes zusammen. Ist doch nicht so schlimm, wie es klingt, ne? Ich bin ja selber schuld. Ja, ich bin ja selber schuld, weil ich keinen Bock hatte, rauszugehen. War kurz um 7 wach, hab das Fenster zugemacht, gespannt. Gespannt. Dann hast du bis 13 Uhr jemanden bespannt, okay? Als mich meine Uhr weckte und dann bis 15, 16 Uhr nur noch mal kurz gedöst. Upsi. Oh, das ist das Schlimmste, finde ich. Dann geht's einem richtig, also mir geht's dann immer richtig schlecht. Wenn ich, also ich war spät schlafen, ich glaube erst um 5. 5 Uhr war ich erst am Schlafen. Ich habe halt noch Evangelion zu Ende geguckt. War es das wert? Nein. Überhaupt nicht. So. Ach, dann irgendwie um 5 Uhr oder so geschlafen oder 16:30 vielleicht auch, ne? Und um 11:45 klingelte mein Wecker. Und bis 11:45 habe ich dann da noch gelegen. Und wenn ich dann aber nochmal eingeschlafen wäre und nochmal 1, 2 Stunden geschlafen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich die Migräne des Todes gehabt. Ja, danach wollte ich auch so gar nicht mehr aufstehen. Um 13 Uhr wäre es gegangen. Ja, man verpasst halt total schnell diesen Moment, wo es am günstigsten ist, aufzustehen. Wenn man sich denkt, ach, noch 5 Minuten und der Körper nur so, mach 5 Stunden draus. Ja, und dann ist man halt gar nicht mehr erholt. Dann hat man zu lange geschlafen und vor allen Dingen nicht nur zu lange geschlafen, sondern vor allem zu lange gelegen, nichts getrunken. Ja, das kommt ja alles zusammen. Ja, auch wenn der Körper die Funktion runterfährt, wenn man schläft. Ja. Elfenlied ist auch ein nicer Anime, der sich lohnt. Joa. Habe ich damals mal geguckt, als ich so 18 war oder so. Ist schon ein bisschen her. Ja, wir haben den sogar durchgebinged damals. Das war noch damals bei meinem Ex-Freund, aber fand ich okay. Aber ich habe den Hype nie verstanden. Wiederum verstehe ich den Hype bei Evangelion jetzt persönlich auch nicht. Das ist mir einfach alles ein bisschen zu crazy. Alles sehr crazy zum Schluss. So, ich verstehe viele Sachen, die, warum sie so sind, aber es ist auch nur so, ich bin kein Mensch, der gut sich damit abfinden kann, dass Sachen einfach so sind. Ich bin ein Mensch, der hinterfragt alles. Und wenn der Anime einfach so, oder wenn eine Geschichte, ist ja egal, ob Anime oder was anderes, so in medias res ist, also du wirst einfach reingeschmissen, dir wird eine Scheiße erklärt, du musst es so hinnehmen, wie es ist, habe ich immer Probleme mit. Bei manchen mehr als bei anderen, aber bei Evangelion wird so viel erklärt zum Schluss. Und für mich die wichtigsten Sachen, wie das überhaupt zustande gekommen ist am Anfang, wo die Engel herkommen und alles pipapo. Das ist für mich der Knotenpunkt. Wenn ich das nicht weiß, dann reicht mir der Rest auch nicht. Und ich habe dann vorhin noch so Sachen gehört. Ich habe mir noch so ein YouTube-Video angeguckt, weil wenn, dann habe ich so eine Hyperfixation direkt und muss direkt alles wissen. Und da war dann so ein irgendwie 10 Fakten über Evangelion. Und da war dann eine Sache bei,
wo es hieß, wenn du das PS2-Spiel spielst, das gibt's aber alles nur auf Japanisch. Es gibt kein Evangelion-Spiel irgendwie auf Englisch oder Deutsch. Und in einem Spiel, wenn du alles freigeschaltet hast, dann erfährst du die Backstory des Anime, wo ich mir denke, nur so, toll, warum schreibt das niemand ins Internet? Ne? Aber genug geraged. Aber ja, es ist wild. Es ist sehr wild. Aber wenn ihr sonst eine gute Anime-Empfehlung habt, immer raus damit. Ob jetzt hier oder bei mir drüben auf dem Kanal, ne, oder bei mir drüben auf dem Discord, den ich jetzt gerade hier nicht verlinken kann. Ohne Kacke zu sein. Sorry, ich musste gerade bei hinhören, ob es... Es hörte sich gerade so laut an, als ob es donnern würde. Aber das Wetter sagt nein. Sonnig 20 Grad. Ich glaube nicht. Vielleicht ein LKW oder so. So. Ah, das war mein Nacken. Zeit zu starten. Sobald sich meine Nervenstränge wieder miteinander verbinden, offensichtlich. So. Dann machen wir mal kurz Päuschen mit der schönen Musik. Und starten The Whispered World, wo ich gar nicht mehr weiß, wo wir waren letzte Woche. Ja. Bin sehr gut vorbereitet. Also wir sind irgendwo bei den Askil, aber das ist auch alles, was ich gerade weiß. Ah. So. Ich das auch gar nicht mehr offen habe für einen Notfall. Doch, da. Just in case. So, wird aber weggelegt. Weiterspielen! Ja, dann willkommen zurück zu The Whispered World. Es ist, glaube ich, der vierte Whispered World Stream, weil ich sehr langsam und sehr schlecht bin in dem Spiel. A.k.a. wir nehmen uns Zeit und genießen das Spiel, weil es so schön ist. Man muss alles eigentlich nur gut ausdrücken, dann ist alles tippitoppi. Dann ist alles tippitoppi, sagte sie und spawnte im Gefängnis. Ja, Mensch. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Ja, Sedgwick, was machst du denn hier? Was guckst du so traurig? Ist doch schick. Ist doch sehr schön dekoriert hier, findest du nicht? Nee? Okay. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Ach, so trübe sieht das gar nicht aus. Ja. Oh, nein. Dieses Gitter hält, was es verspricht. Keine Möglichkeit zur Flucht. Hält, was es verspricht? Du weißt doch gar nicht, was es versprechen soll. Ha! Hier drin etwas Nützliches zu finden, wäre buchstäblich wie die Nadel im... Hey, Moment mal. Da war ja tatsächlich eine Nadel in diesem Heuhaufen. Irgendjemand Schön. Da oben macht sich über mich lustig. Nein, das bildest du dir ein, Sedgwick. Wer wird sich denn lustig machen über dich, Mensch? Das gibt es doch nicht. So, wir haben auch keine Items mehr. Außer Heu. Okay, das findet Coffee, mein Meerschweinchen, sehr gut. Heu. Ja, Heu findet die gut. Und Nadel. Okay. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Offensichtlich den Ausgang. Da kann man bestimmt einfach so raus. Durch das Gitter kann ich eine Art Schlucht erkennen. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Ich habe genug Selbstachtung, um nicht am Gitter zu rütteln. Aber wer weiß, vielleicht hat er keine abgeschlossen. Die sind halt dumm, ne? Also, ich will es versuchen. Hallo! Was ist denn hier drin los? Was willst du, du Narr? Schön. Ich habe Hunger. Du willst etwas zu essen? Nun, hier hast du etwas. Geil, danke. Was? Was genau ist das? Doch nicht etwa Spot? Nein, das sind die Reste der Schimmelsuppe. Der Boss wollte sie nicht mehr. Das hier wollte er nicht essen? Er ist offenbar ein echter Gourmet, hä? Du hast keine Vorstellung. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass er die Hinrichtung eines Kochs angeordnet hat. Es wird auch schön, dass wir die Reste einer Suppe auf einem Brett bekommen. Da ist bestimmt noch sehr viel übrig von der Suppe. Hallo, Incredible. Ja, hallo. Ich will mit eurem Anführer reden. Du willst wirklich mit dem Boss reden? Mit dem großen Luko? Ja, ja, das will ich. Ja, aber nicht mit dir. Das ist aber gemein. Ich will mich beim Koch beschweren. Das steht dir wohl kaum zu.
Außerdem ist der Koch im Augenblick nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Er hat den Boss verärgert. Ja. Und nun ja. Versteckt er sich. Eigentlich sollte ich nach ihm suchen. Ein gewisser Gefangener will einfach nicht aufhören, Rabatz zu machen. Der meint nicht uns, nein. Mit einem Ja klingt immer wie das Crackkind, ey. Was ich eigentlich am liebsten Basketballkind nenne, weil das Kind Crackkind zu nennen, tut mir immer so leid. Das ist halt auch nur ein Kind. Mit einem Schaden. Du kannst ruhig nach dem Koch suchen gehen. Ich mache auch keinen Ärger mehr. Du verhältst dich ruhig? Ja, ja. Versprochen, mhm. Wehe, du gibst auch nur einen einzigen Mucks von dir, solange ich fort bin. Mucks. Dagegen ist Opa ja ein echter Fünf-Sterne-Koch. Ja, nimm mit. Du bist, was du isst. Hoffen wir mal nicht. Igitt, dagegen. Ich will aber wissen, was da drin ist, so. Außer Gülle. Aber wir haben einen Holzlöffel bekommen. Ah, Schlüsselloch. Aha, da steckt ein Schlüssel von der anderen Seite im Schlüsselloch. Das lässt sich ja rausschieben. Wahrscheinlich eher mit dem Löffel erstmal damit als mit der Nadel. Der ist einfach zu breit. Ja, aber ich dachte, die Nadel ist vielleicht ein bisschen zu schmal, um den ganzen Schlüssel rauszuschieben. Aber offensichtlich. Ja, hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Tja, ich wusste es. Ich bekomme die Nadel nicht weit genug in das Schloss rein. Ich bräuchte eine Art Verlängerung. Mhm. Mal sehen. Wenn ich die Nadel hier reinstecke, dann habe ich ein unförmiges Gebilde, halb Nadel, halb Löffel. Naja, besser als nichts. Hauptsache funktioniert, ne? Da muss es keinen Schönheitspreis gewinnen. Ich könnte versuchen, den Schlüssel hiermit aus dem Schlüsselloch zu befreien. Aber dann würde er nur auf der anderen Seite runterfallen und ich würde ihn nie wiedersehen. Fair enough. Wenn das so werden soll, ich bin nicht zum Essen hier. Dann schon eher zum gegessen werden. Ja, ich will es auch gar nicht. Wollen Sie sich da drunter herschieben? Essensluke? Hey, hallo! Nein, nicht wieder schreien! Oh. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Ja, ist ja gut so. Wer sagt denn auch, dass du nach dem Brüllen sollst? Bist du dumm? Hey! Das würde es zwar nicht schlimmer machen, aber auch nicht gerade leckerer. Ja, sollst das ja auch nicht essen. Oder willst du das essen? Mal das Heu darunter herschieben, finde ich irgendwie seltsam. Ich sehe nicht, wie mir das weiterhelfen würde. Sag ich ja. Okay. Dann fehlt uns aber irgendwie ein Zettel oder so. Das wäre sonst das Üblichste, oder? Können wir das Essen davon runterkratzen? Und weg damit. Okay. Gut. Klebriges Tablett. Da kommen wir der Sache schon näher. Können wir das schieben? Da ist immer noch oder reicht das so? Rest drauf. Na, never mind. Das wird schon so gehen. Ja, hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Nanu? Ich habe es geschafft. Ich sollte diesen Triumph genießen, solange ich noch kann. Ich werde ja bestimmt sowieso bald wieder geschnappt. Mit der Einstellung schon. So, dann lass mal. Kann ich das jetzt nicht wieder voneinander trennen? Geht das nicht? So bekomme ich die Tür nicht auf. Der Schlüssel ist gnadenlos am Tablett festgeklebt. Wäre ja auch so, zu schön, wenn mal etwas auf Anhieb klappen würde. Achso, es ist so doll festgeklebt. Okay, okay, never mind. Ich dachte halt, mit dem Heu das abzuwischen oder so. Nein. Okay, aber ich kann ja jetzt nicht das hier waschen, oder? Lieber nicht. Ich habe so die vage Vermutung, dass ich das noch für meinen Ausbruch brauche. Ja, eben. Aber wie machen wir das denn ab? Kommt es einfach so? Nein. Abkratzen geht ja damit auch nicht, sollte oder? Ich den Schlüssel losbekommen. Jetzt sind meine Hände klebrig. Mit dem warum kriegst du das mit dem Löffel ab? Aber nicht mit der Hand. Das macht ja gar keinen Sinn. Egal.
Vor allem jetzt sagt er, jetzt sind meine Hände klebrig. Dann hättest du es auch wahrscheinlich mit der Hand machen können. So, aber wollen wir erstmal Poki und Marco anhören, was sie hier noch zu sagen haben. Ich denke nämlich, wir sind erstmal so weit relativ durch hier. Zu dem Screen fallen mir zwei Sachen ein, tatsächlich. Mir mal. Und zwar, das erste ist, dass wir hier eine Parallele zu Deponia haben. Und zwar der Heuhaufen, ach so, in dem sich eine Nadel versteckt. In Deponia haben wir einen Nadelhaufen, in dem sich ein Strohhalm versteckt. Ja, genau. Und es ist ganz lustig, wie sich die unterschiedlichen Charaktere halt über diesen Strohhalm, über diesen, beziehungsweise über diese Haufen halt auch definieren und unterscheiden. Ich weiß gar nicht mehr. Ich fand es damals unglaublich originell, dass Sedgwick in den Strohhaufen greift und halt sich natürlich direkt an der Nadel sticht. er findet halt die Nadel im Heuhaufen nicht als was sofort Positives, sondern er greift halt in den Heuhaufen und die Nadel sticht ihn. Das finde ich unglaublich lustig und originell. Ja, ich glaube, hier gingen wir auch langsam über, dass wir erstmal die Rätsel hatten und dann die Screens. Ja, so langsam ging das dann. Und das Zweite, was mir hierzu einfällt, ist natürlich der Charakter von Gorny, der nämlich von einem Freund von mir gesprochen wird, Kumpel, und zwar dem Riklef, der seit Jahren mit mir das Tresenlesen veranstaltet. Das heißt, dem Riklef habe ich quasi zu verdanken, dass ich nach wie vor aktiv Musik mache, weil er halt diese Veranstaltung, das Tresenlesen, ins Leben gerufen hat. Und da liest er Kurzgeschichten und brauchte halt immer Musiker, die halt zwischen den Kurzgeschichten Musik machen. Und da hat er mich noch vor der Gründung, also in dem Jahr vor der Gründung von Nedelic, hat er mich mal eingeladen. Und seitdem war ich da regelmäßig, also immer quasi der musikalische Pausenclown. Das hat sich eigentlich als ein sehr hübsches Format erwiesen. Und er hat dann halt, wenn er diese Kurzgeschichten vorliest, dann spricht er halt immer hier und da mal Rollen mit unterschiedlichen Stimmen und so weiter. Und hat auch eine Sprachschule. Dann dachte ich mir, er wäre doch halt eigentlich ein sehr guter Kandidat für einen Asgil. Und das hat er auch hervorragend gemacht. Ich habe seitdem auch leider nicht mehr für irgendwelche Sprachaufnahmen gebucht. Was eigentlich ein totaler Unterlassungsfauxpas ist eigentlich, weil er hat das so gut gemacht. Ich habe Gorny immer noch im Ohr. Sedgwick. Wie er vor allem auch immer zischend gelacht hat mit dem. Ich glaube, am Anfang sollten die gar nicht sprechen. Du hast denen Gott sei Dank nur Sprechen beigebracht. Am Anfang sollten die nur grunzen. Aber bei den Astier hat sich ja sowieso gewütet. Also auch den Charakter von Luko, den gab es ja vorher gar nicht. Aber ich gar nicht, genau. Ich wollte aber das halt, wir mussten die halt tatsächlich auch stark uminterpretieren, weil wir ja eigentlich gesagt haben, so, okay, das ist unser Thema, ist halt irgendwie Konservierung, Zerstörung und so. Auf welcher Seite stehen eigentlich die Asgir? Was wollen die eigentlich? Und dass wir diesen Twist reingebaut haben, dass die halt tatsächlich die Zeit stoppen wollen, dass das halt das Gefährliche an denen ist, dass wir die überhaupt auf diese Seite tun, das kam halt tatsächlich erst sehr spät und erst nach sehr langen Debatten und Diskussionen. Aber ich mag das. Also gerade bei Luko mag ich das, dass er halt irgendwie sein Hader mit der Zeit an sich hat, weil die Zeit ihm Wunden schlägt. Das wird halt, ist einfach so eine lose Behauptung, das wird ja nie wirklich gezeigt. Aber das ist ja auch eigentlich eine Sache, die man nicht weiter erklären muss, weil bei jedem von uns schlägt halt die Zeit irgendwelche Wunden. Also ihr seht es jetzt natürlich nicht, sondern hört es nur. Aber wenn man sich so Marco mal anguckt, hat die Zeit echt in seinem Gesicht gewütet. Oh, also das ist, ich meine, das ist halt irgendwie
als wir Whispered World zusammen gemacht haben, ist gerade mal 5 Jahre Böse. Her. Und er sieht halt echt schon aus, als könnte man ihm hier im Borstner Altersheim hat. Ich habe ja auch einige Zeit in Norderstedt gelebt. Das stimmt. Da wachsen die Falten. Ne? Das ist ein Wildwuchs. Ja, genau, aber... Also wir auf jeden Fall auch schon irgendwie der ganze philosophische Hintergrund kommt auf jeden Fall vom Poki. Wenn ich mir so eine Geschichte überlege, kommt meistens irgendwie, ist halt eher so ein Bauchgefühl. Ich denke mir immer, was fände ich jetzt geil? Ja, und dann, woher kenne ich das schon? Und dann dreht man das Ganze eigentlich eher um, wie hat man es noch nicht gesehen? Und solche Sachen. Bauchgefühl hört sich so nach Magen-Darm-Grippe an. Ich find den Ausdruck eigentlich ganz gut. Die Träume, die setzt ja auch nicht bewusst zusammen. Und im Prinzip verschlüsseln wir in Geschichten, verschlüsseln wir Aussagen ganz ähnlich wie in Träumen. Und was ich eigentlich mehr oder weniger gemacht habe, ist Traumdeutung. Ein Hobby von mir, Traumdeutung. Interessant, interessant. Dann verlassen wir mal die Zelle. Ich habe genug Selbstachtung, um nicht... Kannst doch einfach rausgehen. Okay, mein Fehler. Ja. Der Wächter scheint gerade nicht in der Nähe zu sein. Na gut, das ist unsere Chance. Kann es ja ohnehin kaum noch kommen, wobei ich das schon häufiger dachte. Und eigentlich liest du immer falsch, Sedgwick. Das ist deine Stärke, quasi. Das Seil scheint die Brücke oben zu halten. Wir haben nichts zum Schneiden aktuell. Nein, mit bloßer Hand wird das nichts. Was? Schande! Getrainiert. Die Brücke ist oben. So komme ich niemals auf die andere Seite. Aber sehen wir es positiv. Auf dieser Seite der Brücke gibt es auch genug Möglichkeiten, mich in Todesgefahr zu begeben. Hurra! Immer positiv denken, ne? Hier wetzen die Askil wohl ihre Messer, um flüchtige Gefangene auszuweiden. Oh je. Ja, eine gute Fantasie ist auch mal sehr wichtig im Leben. Ich habe kaum noch Fingernägel, die ich zurechtfeilen könnte. Aber ist das ein Wunder bei all der Aufregung? Könnte auch länger sein hier. Hier ist auch nicht viel mit Pfeilen. Ist doch alles für die Tonne hier. So. Lea. Wie mein Leben. Was, Drehmond? Was? Okay, ist leer. Können wir da nicht irgendwie rein, so für den Notfall? Weil ich wüsste jetzt nicht, was wir da... Auslöffeln ist nichts, wenn da nichts drin ist. Küchenschild. Fressraum. Wer vom Boden fressen muss sich auch selbst die Füße abtreten. Miam, da bekommt man doch richtig Hunger. Cute. Da können wir rein. Das ist eins Tür. An dieser Tür gibt es weder Klinke noch Schlüsselloch. Wie soll man denn da jemals reinkommen? Ja, von innen. Das ist vielleicht nur eine... Öffnet sich von innen zum Rausgehen Tür. Und schließt automatisch. Oder so. Dann gehen wir erstmal hier rein, wa? Still war's. Mit einer einzelnen Fliege. Die wird mir richtig gar nicht auf den Sack gehen. Das ist ein schönes Detail hier, finde ich, mit den 4 Büchern. Statt Tischbein. Vor allen Dingen, lustigerweise sieht es halt einfach gar nicht aus, als wäre das abgebrochen, sondern als wäre es einfach nur kurz. Aber who knows. Da können wir noch weiter nach hinten. Fliege. Es wimmelt hier nur so von Fliegen. Wahrscheinlich ist das eine Fliege. Von Verwesung, der sie anlockt. Es wimmelt hier nur so von Fliegen. Also ich sehe genau eine Fliege. Cedric, jetzt ist doch mal gut mit den Übertreibungen, finde ich. Wie wär's denn mit dem klebrigen Tablett und dazu der Fliege? Müsste ich sie erst einmal fangen. Naja, benutzt halt einfach wie als Fliegenklatsche und das Ding ist klebrig. Das Essen wird in der Küche zubereitet. Mir doch egal. Gut, was ist mit der Fliege? Ich bin doch kein Frosch. Oder hast du mich schon einmal rumquaken gehört? Nonstop. Die Suppe wird langsam kalt. Worauf warten die Askil? Warum kommt niemand zum Essen? Vielleicht mögen die ja kalte Suppe, hä? Das ist unsere Suppe. Und die Essstäbchen auch. Ich hätte wetten können, dass die Askeln mit den Fingern essen. Tja, sie grunzen nicht, sie reden. Und sie essen mit Stäbchen, nicht mit Händen. Und jetzt machen wir, komm, Miyagi. Komm bitte. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wow, ich bin geschickter, als ich dachte.
Das ist einfach nur eine Anspielung auf Karate Kid, oder? Schön, wir haben diese lebendige Fliege dabei. Können wir das kombinieren? Nein, ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Das musst du mir erklären, Cedric. Egal. Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr gewischt. Wundert mich jetzt nicht so doll. Ja, ist okay, habe ich verstanden. Was haben wir denn noch hier so? Was übersehe ich? Haben wir noch was hier? Ah, siehst du mal, die Rippe wäre mir nicht aufgefallen. Ganz schön eklig. Von Hygiene haben diese Askel wohl noch nie gehört. Ja, nicht, dass dein Zirkuswagen jetzt Wunder wie, der, weiß ich nicht, der OP-Raum wäre, ne? Steril oder so. Lieber eine Rippe zu viel als eine Rippe zu wenig. Bauen wir denn da wohl gleich raus? Das wird interessant. So, weiter geht's. Wir können gleich noch den Bildschirm, glaube ich, hören. Aber oh, was bist du denn? Das ist ein Pelzviech. Schön. Alle Pelzviech, wie geht's dir? Warum habe ich das Gefühl, das hat viele Zähne? Wie drollig. Wie drollig, ja. Okay, es hat ein sehr großes Gebiss. Es hat keine scharfen Zähne, aber es hat sehr große Zähne. Möchtest du diese Fliege? Hast du Hunger? Kruba scheint nicht sonderlich interessiert zu sein. Kruba? Wie Kruba? Weißt du jetzt, dass das Vieh Kruba heißt? Interessant. Und wer bist du? Kruba? Ah, okay. Du bist aber ein ulkiges Kerlchen. Es ist so süß. Sehr süß. Fast mit versalzenen Tintenfischen, fast mit eingelegten Käfern, fast mit unheimlichen Augen, fast mit ranzigen Schnecken, Glas mit ranzigen Schnecken, Glas mit eingelegten Spinnenfäden, Glas mit getrockneten Schimmelpilzen und Glas mit gekochten Yaki-Eiern. Direkt Hunger. Om nom nom. Schimmelsuppe? Na, ich weiß ja nicht so recht. Na, war ja auch nicht so der Burner, wa? Obwohl, vielleicht ist es der Burner. Vielleicht kann man das gut anzünden wie die Petroleumsuppe. Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept. Ja, aber du kochst doch gar nichts eigentlich gerade. Gar nichts kochst du. Lüg doch nicht. Ein Gong. Wenigstens muss ich dafür keine Noten lesen können. Na, sag das nicht. Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schlegel. Oder eine Faust. Mein Gott. Das ist wohl zu klein, um als Schlegel zu fungieren. Okay. Könnten diese Rippe jetzt dem Kruba in den... Nein? War auch nur so eine Idee. Igitt, hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Ja, es riecht auch wie bei Opa in der Küche. Es schmeckt auch wie bei Opa in der Küche. Igitt, hier sieht es ja aus... Okay. Gut. Wollen wir davon was nehmen? Ich koche lieber mit frischen Zutaten. Das einzige Frische, was ich hier sehe, ist das Pelzviech. Ich weiß nicht, wie gut das findet. Na super. Wenn ich hier unten nicht verhungere, sterbe ich sicher an einer Schimmelpilzallergie. Ach, Cedric. Oh Himmel. Ich bin sogar zu schwach, um Pilze zu pflücken. Interessant. Ja. Kannst du damit umrühren oder so? Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept. Scheiß tust du! Haben wir es übersehen? Das sind die ganzen Gläser und Fässer. Das Feuer selber? Okay. Das Feuer ist sehr schwach. Naja. Und daran tun wir was? Verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Warum bist du immer so blöd? Das ist korrekt, ja. Pusten kannst du, genau. Verfluchte Asthma-Lunge. Kannst du nochmal pusten? Ich sollte noch ein wenig Zunder auf den Kessel geben. Ich will mit dem Heu. Das Feuer ist sehr schwach. Ich leg mal lieber ein wenig Zündstoff nach. So, das sollte als Zunder ausreichen. Warum auch immer, aber das ist jetzt auch erledigt, okay. Schimmelsuppe, na, ich weiß. Aber ich glaube, wir wissen auch noch gar nicht, was wir hier kochen sollen oder so. Dementsprechend gucken wir uns erstmal weiter um. Obwohl, hier haben wir noch den... Drüben hatten wir auch noch den Raum, ne? Egal. Oh, da fallen mir auch viele Sachen ein. Und zwar... ja, da war es. Ja, das ist grandiose
Karate-Kid-Rätsel, das sich Bade hat einfallen lassen. das halt irgendwie nicht so richtig in der optischen Umsetzung da stattfindet. Ey, darf nicht ich so das ganz schon spoilern? Wahrscheinlich ist es noch weit gut, dass wir das selber gekonnt gut, haben. Dieser Raum über das Kapitel hinweg halt immer so ein bisschen verändert, dass man halt am Anfang gar nicht so richtig oder später gar nicht so richtig rein darf, weil da halt jemand schläft. Okay, sei still. Also auf jeden Fall gab es das Karate-Kid-Rätsel von diesem Film von 1960. Genau. Wo man halt mit Stäbchen jetzt hört mal weg, wenn ihr das Rätsel noch alleine lösen wollt. Schaltet mal aus hier. So, sind alle weg? Okay, jetzt erstmal der Gong. Gong! Also das Rätsel ist natürlich, dass ja, ein Gong gibt's ja auch. Stäbchen eine Fliege fangen muss. Das, darauf wären wir nie gekommen. Gong! So, jetzt seid ihr wieder da. Doof, und ich kann mal einen Tipp geben, das ist Glück mit Anfänger. Ja. Glück mit Anfänger. Ja, aber das waren schon spannende Sachen. Und ich finde natürlich sensationell, finde ich, Krupa. Das, dieses Pelzvieh, mit dem wir halt auch. Oh nein. Wie war das mit den Tieren in der Delic Games? Ich weiß noch, am Anfang gab es auch noch Bubba. Krupa und Bubba waren ja eigentlich auch Brüder, die ach, in einem. Nicht. Nee, das ist nicht mehr. Nee. Die waren irgendwie, man kommt eventuell aus dieser Schlucht dann irgendwann an auch mal raus, aber ich will es ja nicht verraten, vielleicht vegetiert man dahin irgendwie in dem Spiel noch da in der Schlucht. Auf jeden Fall lebten die beiden eigentlich in einem riesigen Kopf einer Statue. Mhm. Ey, davon weiß ich gar nichts mehr. Ja, ich habe es aber auch nur noch so ganz schemenhaft. Aber es gab auch noch mal Bubba. Echt jetzt Bubba und Krubba? Bubba, warum nicht Bubba Huba und Bubba? Ich werde Bubba irgendwann wiederkommen. Oh, Knass. Ich nenne ja wohl Huba Bubba. Vertane Chance. Ah, deswegen haben sie Bubba auch streichen lassen, weil Bubba und Krubba klingt halt nicht so, ne? Und direkt habe ich jetzt Bock nach dieser riesigen Packung Huba Bubba, damit man so eine riesige Blase machen kann und nach 3 Sekunden ist der Geschmack weg und man kaut sich einfach nur noch einen Wolf und einem wird schon schlecht von dem ganzen Kauen. Da geht es wahrscheinlich wieder runter. Ein bisschen verwirrend hier oben. Nein! Oh nein! Und das stelle ich mir jetzt aber anstrengend vor. Achso, das war die Tür, in der wir gerade waren. Ich bin dumm. Ich bin. Können wir hier weitergehen? Egal. Da können wir auch noch rein. Das war ein ganz gewieftes Höhlensystem, ja. Wo sind wir jetzt? Ach, da drüben. Perfekt. Guck mal. Da wollten wir hin. Oh, Spot. Bist du? Den Askel, dem diese Rüstung gehört, möchte ich lieber nicht kennenlernen. Hey, lass das! Ah nee, ist doch nicht Spot, schade. Ich sage in dem Moment aus wie Spot. Hallo, ist da lass jemand das, ich hasse drin? Das. Nein! Nein? Ein Glück, dass da... Pure Zeitverschwendung. Damit würde ich nicht mal einen Kratzer verursachen. Aber es könnte er durch und dann wird der voll die Krise kriegen, weil die ganze Zeit eine Fliege um den rum ist. Ach, keine echten Alltagsprobleme hier, die wir anwenden können. Die Askel rüsten offenbar für einen Angriff. Oder sie sammeln Rüstung. Immerhin sammeln sie auch ausgestopfte Eulen. Was hat es gemacht? Nochmal? Es rüttelt nur. Es rüttelt und schüttelt und klackt und... Hallo? Ja. Ist da jemand drin? Das war wohl ein Nein. Ja, da wohl nicht. Schön sind auch die von der Decke hängenden Macheten und Schwerter und Äxte. Darf sich aber auch kein Dübel lösen in der Decke, wa? Ein Bogen. Die Askel rüsten offenbar für einen Angriff. Nimm doch mit. Guter Junge. Messer nehmen wir auch mit. Je mehr, desto besser. Messer. Die Askel rüsten offenbar für einen Angriff. Rüttel, rüttel. Die rüttelt, die schüttelt, die klack und
Was sagt man denn sonst auch so? Racke die Klack? Nein, keine Ahnung. So werde ich wohl auch enden. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Entschuldigung, falsches Lied. Ich komme nicht ran, was genau genommen aber auch nicht weiter schade ist. Hallo Bronco! Na, wie geht's? Wie geht es dir? Holzhammer, ist auch gut. Nein. Schwer? Ich bekomme ihn nicht einmal umgeschubst. Saki! Saki, was geht? Was führt dich denn hier hin? Wie war dein Tag? Wie geht's dir überhaupt? Warum können wir den nicht mitnehmen? Die rüsten offenbar für einen Angriff. Na, wenn du es nur einmal sagst, ich schwör. Wir haben jetzt auch leider nicht so die, weiß ich, den Gummibärensaft gefunden, damit wir den Holzhammer mitnehmen können. Das die war Askel ärgerlich. Ja, ist gut. Die Askel sind... Ja, das habe ich verstanden. Ja, mir auch. Ich kriege nur irgendwie heute so ein bisschen so Gähnanfälle, aber die manchmal habe ich das. Offenbar für einen Angriff. Ja, bin ich gar nicht müde. Ich weiß nicht warum. Genug Sauerstoff ist hier auch. Vielleicht ist hier zu viel Sauerstoff oder so. Gut, Tag war okay und sonst läuft irgendwie auf Pottisch. Muss. Ja. Bist du offensichtlich nicht auf der Animagic wahrscheinlich. Auch nicht so um die Ecke, ne? Ich, wie man sieht, auch nicht. Und auf dem Elbenfestival, Elbenwaldfestival auch nicht, denn das ist irgendwie am Arsch der Welt. So. Was haben wir denn hier Schönes? Noch. Also der Holzhammer, das wir nicht mitnehmen können, das regt mich auf. So viele Sachen, die wir jetzt haben, können wir da irgendwas machen? Ja, bitte hör auf, das zu sagen. Ja, hier in diesem Raum gibt es natürlich erstmal eine weitere Referenz auf das Labyrinth. Ein Rätsel, das Marco gemacht hat. Ja, erzähl mal, die sehe ich nämlich nicht. Bin so dumm. Ja, möchtest du was zu erzählen? Nee. Ich finde das ziemlich genial implementiert. Aber wir wollen natürlich auch nichts verraten. Da müsst ihr schon selber dahinter kommen. Dahinter kommen. Ja. Das Zweite, was ich hier cool finde, ist, dass wir hier eine weitere Gelegenheit hatten, um unseren schrägsten Sprecher aus unserem Sprechkader zu installieren, und zwar den Mike Nikitin, der hier den Koch der Askir gesprochen hat und der sich hier in diesem Screen versteckt. Was, wer, wo, war? Drogelbecher gesprochen. Er ist der Drogelbecher-Sprecher. Der hat so ein schräges Organ, der Typ. in diesem Fall spricht er den Koch. Und wenn mich nicht alles täuscht, singt er ihn von Zeit zu Zeit auch. Okay. Was ein bisschen erinnert es an seine Rolle von Memphis, dem Charakter aus Harveys Neue Augen, der sich halt auch in einem Screen versteckt und auch dort singen darf. Habe ich neue Augen, ist auch schon wieder so lange her. Oh mein Gott. Das ist ein schräger Krass. Typ. Ich mag den Mike. Auf jeden Fall. Genau. Ich erinnere mich jetzt auch gerade, was du meintest. Ich wusste gerade gar nicht so genau, was du meintest mit dem Labyrinth. Natürlich. Ja, doch. Also es gibt da eine Stelle, die wird man auch nicht sofort finden. Sie ist auch nur in diesem 2D-Raum eigentlich möglich. Wäre es 3D, würde es nicht richtig funktionieren. Man könnte es mit Labyrinth vergleichen. Bei Indiana Jones 3 gibt es auch so eine leichte Variante, wo sowas drin ist, was eigentlich nur im zweidimensionalen Raum funktioniert. Wer es findet, wird es vielleicht ganz nett finden. Ich finde es oder gut. Total furchtbar. Ja, jetzt fühle ich mich ja gar nicht gepressured, das zu finden. Nee. Uff. Keine Karten bekommen, füll gerade einen Antrag aus fürs Rentenamt, das mich fragt, wo ich am 18.05.1990 war. Warst du da schon geboren? Oder warst du da irgendwie 3 Monate alt oder so? Weiß nicht genau, welches Jahr du geboren bist. Aber du warst noch klein, wenn dann. Wahrscheinlich warst du, ich weiß nicht, im Kinderwagen. Kannst ja reinschreiben, im Kinderwagen. Nein, ich bin 91 geboren, geil. Ja, dann kannst du jetzt zurückrechnen. Ne? Februar war das, ne? Februar.
Ja, auf jeden Fall noch in deiner Mutter. Irgendwo. In irgendeiner Form. Wo war ich am 18.05.? Und dann einfach den Namen deiner Mutter reinschreiben. Uterus. Eileiter, keine Ahnung. Meine Fresse, ey. Ey, was sind da wieder für Rüdiger am Werk, ey. Okay, also hier ist... Vielleicht mit der wegen der Wand. Vielleicht ist das dann der Rätsel mit der Wand. Irgendwas an dieser Wand kommt mir seltsam vor. Aber hier ist nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Da ist ein Durchgang, oder? Das verschiebt sich so ein bisschen. Ja. Da ist einfach offen. Warum können wir nicht da hingehen? Nein. Moment mal. Hier ist tatsächlich eine Art Geheimgang. Nice. Auch gut. Haben Sie bis zum 31.12.1978 schlecht Wettergeld bezogen? Wer? Wie? Was? Ich würde einfach schreiben, Punkt, Punkt, Punkt. Nein. Punkt. Läuft auf jeden Fall richtig gut bei dir. Oh nein. Ein Ventil. Ein Schloss blockiert das Ventilrad. 91 müsste ich in der 7. Klasse gewesen sein. Oh, du bist etwas älter, als ich erwartet habe. Aber das ist nicht schlimm. Habe ich gehört. Krass, in der 7. Klasse, wie alt ist man denn da? So 14, 13? 13, ne? Oh ja, oh ja. Aha, aha. Dagegen bin ich ja ein Jugendspund. Das würde ich gerne, aber es ist abgesperrt. Okay. Können wir sonst mit nichts hier interagieren? Abgesperrt inwiefern? Ich sehe nichts. Was ist das denn? Ich sehe doch nichts. Cedric, sei doch mal weniger im Weg. Sei doch mal noch kleiner als du. Oh. Was ist denn da? Was ist denn das für eine Sperrung? Mach das weg. Mach das Messer. Das ist ein stumpfes Messer, das ist aber doof. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel. Nichts weiter. Ah, ein Schlüssel. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne keine abgesperrten Ventile mit Schlüsseln. Ist mir neu. Kenne ich nicht. 99 ist nicht mein Geburtsjahr. Ach so, ja, ja. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht gehabt. Aber ja, keine Ahnung. Ich dachte auch nicht 99. Ich hätte vielleicht uns vielleicht auf eine ähnliche Altersschiene gepackt. Aber ich weiß nicht, warum. Wirklich. Wahrscheinlich, weil ich immer eher davon ausgehe, dass man sich irgendwo zwischen 25 und 35 bewegt. Aber es gibt halt auch Rentner, ne? So, wir schärfen uns ja erstmal unser Messer. Das ist so das, was ich jetzt... Oh ne, das ist ganz unten, ne? Oh nee, dann doch nicht. Das ist mir zu weit weg. So. Wie sorgen wir denn mal dafür, dass das offen bleibt hier? Pure Zeitverschwendung. Damit würde ich nicht mal einen Kratzer verursachen. Vielleicht ist 99 ja dein Alter. habe ich was übersehen? Oh Gott, hier gibt es so viel. Aber haben wir eigentlich alles angeguckt, ne? Ich schreibe denn jetzt einen weißen Zettel mit den gefragten Daten und gut ist, der Amtsschimmel kann alleine rennen. Ja. Ein Ding, ich sehe jünger aus, als ich bin. Ja, das sagen mir Leute auch immer. Der Wand, das ist die Wand. Alles die gleiche Wand. Holzhammer können wir nicht mitnehmen. Das regt mich auf. Nein, der sagt wieder selber. Nimm es einfach mit. Komm. Sei stark. Sei stark, Cedric. Sei stark. Ich bekomme mich nicht einmal. Was ist denn das für ein Holzhammer? Von außen Holz, von innen Metall. Das klingt irgendwie nach so einer Top-Aus-Serie, ne? Von außen Holz, von innen Metall. Entschuldigung. Ja, sonst ist hier jetzt erstmal nichts. Okay, dann gehen wir erstmal zurück. Durch dieses tolle Türenlabyrinth. Großer Fan. Ist gelogen. Nein, es ist lustig, aber auch. Nicht so dumme Leute wie mich. Ja. Baumarkt-Jingle. Ja, weniger Baumarkt-Jingle. Es ist von. Ich glaube, es ist sogar von Toppers. Von dieser Firma. Für so Backpapier oder, was ist das? Gefrierbeutel, glaube ich, ne? Aber ja, auf jeden Fall ein Produkt-Jingle, ja.
Achso, das wollen wir nicht angucken, das wollen wir benutzen mit Messer. Stumpfes Messer mit Schleifstein. Ja, das ist dringend nötig. Ah, Funken im Auge, Funken im Auge, verdammt. Voll Idiot. Ich finde übrigens so ein Schleifgeräusch richtig schlimm. Das war ja jetzt ganz kurz, aber ich könnte nie irgendwie sowas arbeiten. Es zerreißt mir das Trommelfell. Wollen wir noch den Knüppel anspitzen? Nein, das muss nicht geschliffen werden. Das sagst du, ich sag was anderes. Gehen wir doch nochmal in die Küche. Wenn, können wir jetzt hier mit dem Knüppel? Dong. Wow, das war unbefriedigend. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Na, wartet. Poppits? Kann sein. Poppers, ja stimmt, Poppers ist Wedelstein. Gong überhöre, werden aber Knöpfe genau, ja. Rollen. Das meinte ich ja, genau. Toppits. Heißen die Toppits? Poppits? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber genau, ja, irgendwie so heißen die, genau. So. Es gab mal, ich weiß nicht, ob ihr die Kelly kennt, ne, die YouTuberin. Heißt es Mrs. Wheeler, glaube ich? Ich weiß auch nicht, ob sie noch so heißt. Die hat zum Beispiel, die macht ja mal so grauenvolle Kochvideos. Und die hat irgendwann mal versucht, so eine Pizzatorte im Ofen zu machen. Toppits, genau. Außen Toppits, innen Geschmack. Oh Gott, ey. Genau, und Kelly hat halt mal versucht, so eine Pizzatorte zu machen. Also sie hat einfach irgendwie 5 oder 6 Tiefkühlpizzen übereinander in den Ofen gepackt und dann einfach den Ofen angemacht. Und das war natürlich ganz grauenvoll. Brauchen wir nicht drüber reden, dass das so nicht funktioniert. Die waren dann halt innen noch gefroren und außen waren sie verbrannt. Und dann hat sie halt diesen Jingle benutzt, dieses ich glaube, außen verbrannt, innen gefroren. Ne, da ist ja noch diesen bayerischen Akzent so mit drin. Und ja, seitdem habe ich diesen Jingle auch nie wieder vergessen können. So, wenn wir jetzt hier Rambazamba machen, was ist dann hier? Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Na, wartet. Bando! Wenn ich bei diesem Rad fehlt da jetzt nur noch. Gong überhöre. Werden Köpfe rollen. Was ist da der Essensgong? Eigentlich. Macht er immer dasselbe? Was? Na, was? Ja. Wenn ich bei diesem Radar ja. Den Essensgong. Kann man da schon was von nehmen? Hey, ihr Bengels, die Suppe ist fertig. Okay, Suppe ist fertig. Dann kann ja gegongt werden, ne? Oh, Entschuldigung. Essen ist fertig. Dumm. Was? Nee, ne? Okay. Kann man, möchtest du das essen? Kruba? Hast du Hunger? Kruba? Kruba scheint nicht sonderlich interessiert zu sein. Die ist so süß. Aber wie wär's mit einer Fliege in der ich Suppe? Geht, nein. Ich würde Warum mir nicht? Nur die das ist ja voll lustig. Verkleben. Pff. Das weg, ey. Keinen Spaß zu haben, der Junge. Obwohl, da haben wir auch noch einen Audiokommentar, ne? Bitte verratet nicht wieder alles. Danke. Ja. Hier ist eigentlich Kruba. Ich hatte ganz vergessen, dass das 2 unterschiedliche Räume sind. Guter Audiokommentar. Wo mir wieder auffällt, dass der Raum auf jeden Fall auch von Simone gezeichnet wurde. Ah. Auch sehr schön geworden. Die ganzen Details hinten in den Gläsern. Muss man hier nicht auch Feuer mit dem Feuer? Oh, man muss etwas ganz Böses man muss was ganz Böses machen. Man muss da etwas reinwerfen. Oh, nicht ernsthaft. Schon gar nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein bisschen eklig. Es macht Quark. Ja, in unseren Spielen werden natürlich keine Tiere gequält. Nein, natürlich nicht. Sie grundsätzlich nicht. Und, es ist auch nicht so kochend heiß. Halt es ist so schönes, warmes Bad. Und dabei fällt mir... Ja, die Made, die schlief auch nur, aber in einzelnen Atomen. Unserem zum Erscheinen des Spieles bereits Ex-Vizekanzlers ein. Wenn man einen Frosch in heißes Wasser wirft, dann springt er sofort wieder raus.
wenn man aber einen Frosch in kaltes Wasser wirft. Hilfe. Pause gehören übrigens dazu. Er macht so lange Pause. Und die Temperatur ganz langsam erhöht. Dann wird er atmen und nichts merken. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es zu Ende geht. Es gibt so eine wundervolle Version, wo das, wo diese Rede mit Musik unterlegt ist. mit noch so ein bisschen Background-Chor und Bildern aus Disneys Küss den Frosch. Das ist wundervoll. Guckt das mal an. Fipsi und der Frosch. Sucht mal bitte auf YouTube nach Fipsi und der Frosch. Ich kann mir das immer wieder anhören und Tränen lachen. Tja, ach ja. Mann, schade um die FDP. Bitte was? Was haben wir da gerade gehört? Hey, Krupa, komm doch mal her. Du hast Hunger? Ich gebe dir ganz viel. Achso, okay. Brauchen einen Handschuh oder so? Hier, Essstäbchen. Okay. Können wir das Kauorn? Oh, oder so. Knüppel mit Pelzviech. Ja, das ist aber so nicht richtig, ne? Den behalte ich lieber bei mir. Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass wir sowas machen müssen. Eine Fliege in die Hauptsuppe? Ich weiß nicht so recht. Ohne Rezept sollte ich das mit dem Kochen wohl lieber bleiben lassen. Aber eine Fliege in der Suppe? Sedwick, das ist lustig. Das ist ein Klassiker. Ach. Dann ist dem Frosch warm. Ja, dann ist dem Frosch so lange warm, bis es ihm zu heiß wird und er platzt. Glückwunsch. Oh, man kann am Tisch rumlaufen. Nice. Nicht komplett. Doch, komplett. Doch, komm. Da. Nein. Sei weniger dumm, Cedric. Sei weniger dumm. Nein, wir können nicht ganz um den Tisch rumlaufen. Nevermind. Müssen wir vielleicht den Teller jetzt da hinstellen? Weil ist ja serviert, ne? Guten. Vielleicht noch ein bisschen Maggi. Okay. Löffel haben wir auch. Da ist zwar eine Nadel drin, aber ist egal. Ich bin nicht zum Ernst schon eher zum gegessen werden. Ja, weil wir brauchen trotzdem einen Löffel. Dann lese doch. Ich dann schon okay, never mind. Können wir jetzt die Fliege in die Suppe backen? Das Essen wird in der Küche zubereitet. Ach, Cedric. Hm. Können wir jetzt den Gong hauen? Ich meine, das Essen ist vorbereitet. Mit Krupa. Gong. Endlich der Essensgong. Oh mein Gott. Ich habe einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier bessere Schimmelsuppe zubereitet. Langsam gehen uns die Leute aus. Vielleicht solltet ihr mal was anderes essen als Schimmelsuppe. Guten. Was soll Löffel denn das nicht sein? Das ist doch keine Schimmelsuppe. Ist es denn wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal etwas Vernünftiges zu essen zu bekommen? Wenn sich dieser Koch nicht zusammenreißt, wird er schon sehr bald seinen Vorgängern Gesellschaft leisten. Auf dem Grund der Schlucht. Im Urlaub? Grund der Schlucht ist ja nicht schlimm. Kommt nur drauf an, wie man runtergelassen wird, ne? Mann, jetzt mach die Fliege in die Suppe. Mach mich nicht traurig. Ich weiß nicht, ohne Rezept. Ich weiß nicht, doch recht. Ich weiß nicht, wo wir ein scheiß Rezept kriegen. Wir müssen mit dem Koch reden, ne? Wir müssen mit dem Koch reden. Aber wie reden wir mit dem Koch? Was ist mit dieser Tonne? Haben wir hier eigentlich was übersehen? Oh, hier ist aber viel. Haben wir schon was? Ach, wir können ja das endlich durchschneiden. Habe ich voll vergessen, dass wir das Seil hatten. Ritsche, ratsche, ritsche, ratsche, ritsche, ratsche. Und endlich ist der Weg in die Höhle des Löwen wieder frei. Hey, das hat doch gar keiner gehört. Was haben wir denn da hinten? Mach mal schneller, komm. Ach, hier sind wir jetzt. Ah. Können wir hier immer rum? Können wir die Tür... Eine andere Tür? Nein, fest verschlossen. Ah, ne, da ist Loko dran, ne, glaube ich. Was ist das? Eine Münze. Ist hier irgendwo ein Süßigkeitenautomat? Was machen wir denn mit so einer kaputten Münze? Eine Münze. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Danke für die Bestätigung. Im Schädel können wir ja auch nichts machen, oder?
Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber das ist fast 10 Jahre her. Ich weiß einfach gar nichts mehr. Gruselig. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Fair enough. Kann man eigentlich Essstäbchen als Pfeile verwenden? Was anderes scheint die Askel nicht zu tun. Das ist nicht nur bei den Askel so befürchtig. Kann wir die Rippe irgendwie schneiden? Das Tier wurde bereits erlegt, wenn es denn überhaupt ein Tier war. Können wir den Knoten lösen? Wir haben noch das Messer an. Er sagt, Knoten kann er nicht lösen. Ich erinnere mich noch. Oh, was essen? Aber ich habe keine Schimmelsuppe, leider. Ist mir denn mal stattdessen? Ein Weingummi. Mit Sparkle drauf. Okay, whatever. Ich würde gerne sagen, wonach es schmeckt, aber es schmeckt nach blauem Weingummi. So, das ist jetzt unser Stein. Den Stein haben wir nicht mitgenommen, nur Seil. Der Stein ist weg. Der Stein hat sich aufgelöst. Okay. Müssen wir denn dazu verbinden? Das muss ich nicht zusammen. Aber warum nicht? Es war so eine wundervolle Idee. Das war unsere Zelle, ne? Können wir nochmal Heu mitnehmen? Nein, danke. Das behalte ich lieber. Ja, war nur so eine Idee. Ich weiß halt nicht, ob man nicht an der Stelle halt noch irgendwas machen muss. So, da ist die Küche. Was ist denn mit euch beiden hier? Ja, hier müssen wir erstmal was anderes erzählen. Zu dem Screen. Ich glaube, einiges zu erzählen. Oh, der war so ähnlich wie der eine Screen aus dem zweiten Kapitel. Er war auch wieder riesig, gewaltig, groß. Aber leider ist er nicht so ganz, hat er nicht so ganz hingehauen. Wir wollten zuerst ein riesiges Labyrinth schaffen. Juhu. Wir wollten von einem Raum zum anderen Raum und hin und her. Also ich weiß nicht, ich fand, das hat eigentlich im Spiel sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand es cool, dass wir es gemacht haben. Das halt ein bisschen nicht in der, in der Optik des Raumes halt mitgespielt hat. Ist ein Rätsel, dass ich Bade nachträglich oder hier während der Produktion des Screens halt hat einfallen lassen. Und zwar das Rätsel um den drehenden Raum. Der drehende Raum, ja. Oder die drehenden Räume. Es sind halt mehrere Räume, die sich halt irgendwie immer drehen, wenn man Stellrädern halt in diesem Kapitel dreht. Und, okay, ich habe keine Erinnerung. Verändert sich die Anordnung der Räume. Oh Gott. Wie das physikalisch vonstatten gehen soll, da müssen wir jetzt eigentlich mal Bade dazu holen und ihn fragen. Bade! Ja? Sag doch mal, was hast du dir dabei gedacht, Bade? Einmal mit Profis, ne? Tja, so ist halt der Bade. Er spricht halt. Genau, er hat diesen Sprachfehler. Aber wenn ihr das sehen könntet, dann würdet euch das auch nicht weiter wundern. Sag doch mal selbst, Bade. Ja, du. Er sieht halt auch schon so aus, als hätte er so einen Sprachfehler. Alter, was ist denn mit euch? Ne, Bade? Das ist ein bisschen merkwürdig. Oh. Ja. Sag doch mal selbst, Bade. Ja, Bade. Ich hoffe, Bade musste das niemals hören. Wie gemein. Ich hänge ein bisschen. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie beruhigend das doch ist, zuzusehen, wie alles den Bach runtergeht. Na, schön. Also die Texte sind halt schon wirklich gut, ne? Hat Pucki sehr gut gemacht. So. Bringt einen das nochmal hin? Ich möchte eigentlich nach da unten rechts hier hin mal. Nee. Können wir aber nicht hin, ne?
Aber nicht? Nein. Belastend. Können wir auch nichts drüber legen oder so, ne? Ne. Denke ich. Mal hier noch irgendwo runter? Ach, ja, Kollego. Einfach drauf. Bong. Hey, lass das! Lass das, ich hasse das. Hey, lass das! Auf den Kopf. Er macht er nicht, okay. Hey, lass! Ja, das hab ich, okay. Einfach mit dem Messer durchs Visier. Zack! Ein Koch weniger. Aber wir wollen ja eigentlich mit dem reden, ist das Problem. Das ist halt ein bisschen schwierig. Nein, der läuft. Ach! Dass ich diesen Holzhammer nicht wegnehmen kann. Ach, auch so, das ist der Holzhammer. Das ganze Ding ist der Holzhammer. Ja, okay, das könnte ich vielleicht auch nicht hochheben. Ich bin richtig lost. Die Askel rüsten offenbar. Ja, dessen bin ich mir schmerzlich bewusst. So werde ich wohl auch enden. Ja, wenn du weiter rumholst, schon. Kann die Tür nicht zumachen? Aha. Sie sind fort. Fast wäre mir schon wieder die Luft ausgegangen. Aber egal. Diese Trottel werden mich nie finden. Niemals. Ich bin so pfiffig. Der Koch ist ein pfiffiger Recke. Keiner findet sein Versteck. Die suchen in der finstersten Ecke. Die suchen am finstersten... Was? Wie? Oh. Warum musst du dich bemerkbar machen, du Depp? Feigling ist auch sehr schön. Kein so schlechtes Versteck. Ich hätte auch nicht übel Lust, mich zu verkriechen. So ein Messer im Gesicht macht ziemlich unfotogen. Ach Mensch, Junge, der Sprecher von Alfred aus Ätna. Spricht der auch Alfred? Gerade war hier nur die Rede von Droggelbecher. Ist der gleiche Sprecher? Ich habe es so lange nicht gespielt. Ich habe keine einzige Stimme mehr im Kopf von Edna. Es ist zu lange her. Aber bald holen wir das nach wieder. Kollege? Hey, du da. Hey, krass. Du da in der Rüstung. Hallo, ich hab dich gefunden. Mann, jetzt tu nicht so. Ich weiß, dass du da drin bist. Bin ich aber nicht. Ich kann dich sehen. Vielleicht leidest du unter Halluzinationen? Bist du denn wenigstens eine Halluzination, die Fragen beantwortet? Mal sehen. Also süß. Wer bist du? Ich bin niemand. Nur ein Hirngespinst. Und warum solltest du dich dann verstecken? Ich versteck mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ach, wenn das so ist, kann ich dein Versteck ja überall rum erzählen. Was? Nein. Was machst du da drin? Hier drin? Hier drin ist niemand. Verschwinde einfach. Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein verlogener Aski. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rum erzählen. Was? Wem? Wem willst du was erzählen? Na, wem wohl? Dem Boss. Ich werde es eurem Boss erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Doch, Luko. Ach Mann, das ist gemein. Wir wissen den Namen. Er heißt Manu. Lacour. Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Ich weiß, wo der Koch ist. Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Dann mach doch. Ich weiß, dass du nur blöffst. Warum sollte... Weil du ein... Wenn du... Ja. Dann kann ich es... Was? Na, wem, wo... Ja gut, von den...
Wir wissen anscheinend den Namen von dem Chef noch nicht, aber wir wissen den Namen vom Wächter. Ich werde es dem lispelnden Wächter erzählen. Ha! Das sagt mich gar nicht! Du kennst ja nicht mal... Oh, das ist gemein. Gerade... Er ist Gurney und das wissen wir auch. Warum bist du so dumm? Und hier steht jetzt Luko. Willst du dich verarschen? Er heißt Arsch. Luko. Gemein. Wir reden eigentlich. Warum soll. Wenn du. Was ist eigentlich, wenn wir nett sind? Was ist, wenn wir das sagen? Du hast recht. Ich behalte es für mich. Ich bin ja keine Petze. Das wusste ich. Bis später. Bitte bleib mir vom Leib und vergiss nicht, du hast mich nie gesehen. Okay. Aber wir wissen, wie die heißen. Das ist aber doof. Ich bin ja kein Stück weitergekommen damit. Tja, den Schlüssel hierfür haben wir halt auch nicht. Ich weiß halt nicht, was das für ein Ventil ist. Ich kann das nicht erkennen. Ich sehe halt nur so ein Kreuz noch. Kein Plan, was das ist. Können wir das mit dem Seil irgendwie abziehen? Es hieß ja, nein, wir brauchen den Schlüssel, ne? Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel, nichts weiter. Was für ein Schlüssel? Aha! Die Münze, einfach drehen, wie bei so einem guten Türklo-Schloss. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel, nichts weiter. Klotürschloss, so heißt das. Türklo. Ach. Gott bewahre. Was haben wir denn noch nicht gemacht? Wir wissen ja nicht, was in die Suppe muss und nix, ne? Ich kann die Suppe nicht kochen. Das Tier wurde bereits erwähnt. Ist denn überhaupt ein Tier? Redet doch mal über den Raum. Wir brauchen halt einen kleinen neuen Raum, irgendwie der hinter diesem einen Rätsel ist, was ihr jetzt auch kennt, was ein wenig das Parallax-Scrolling nochmal unterstreicht. Das ist ein bisschen aus Labyrinth geklaut. Und wir brauchen einen kleinen Raum einfach nur, wo nochmal so ein Rad drin vorkommt. Nichts Besonderes, ein bisschen klein. Passt. Halber Tag. Ja, ich mag ja diese Räume, die halt so ein bisschen weniger Fläche vom Screen mit benutzen. Es gibt noch ein bisschen Abwechslung optisch. Ich glaube, Carsten war nicht so begeistert. Nein. Der Chef war nur so, das ist zu wenig Bild, fühlst zu viel Screen. 100 Pro. Eine Ahnung, was wir als nächstes machen müssen, denn ich weiß es nicht und ich habe auch die Lösung jetzt gar nicht offen, leider. Dass ich mir mal einen Tipp holen könnte. Ich will ja nicht die Lösung nachspielen, aber zwischendurch so, okay, was übersehe ich? Was kann ich denn hier miteinander kombinieren, worauf ich nicht komme? Wir stechen jetzt einfach die Fliege. Nein, zack, das hast du davon. In diesem Spiel werden keine Tiere gequält, mit Ausnahme von Spot natürlich. Wollte ich schon sagen. Und ich finde hier... Gruber immer gegen den Gong zu schlagen, jetzt auch nicht unbedingt Peter-freundlich. Das muss ich nicht. Ja. Keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich weiß es wirklich nicht. Auch bei diesem Holz, was ist denn damit? Wir könnten bestimmt den lustigen Mensch in der Rüstung überzeugen. Meinst du, wir haben die Info dafür? Hallo Kefal erstmal, hi. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr. Wenn du das sagst... Hey, hier unten spielt... Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein... Wenn du gar nicht da bist, wäre das bestimmt doch... Ja, aber kennen die Namen ja. Aber... Dann kann ich es... Was? Na, wie? Wie der König heißt, weiß ich nicht. Wir wissen, dass der Boss Luko heißt. Wir wissen, dass der... Wächter Gurney heißt, aber das haben wir halt nicht zur Auswahl. Ich werde es dir mal. Du kennst ihn. Bin mir sehr sicher, dass die Wache Gurney heißt. Oder Gorney. Gorney, glaube ich, heißt es so, ne? Aber das haben wir halt nicht. Weil Cedric dumm ist. Er heißt Bobby. Ja, ne? Und ja. Ich werde sagen. Deswegen. Ich.
Dann mach doch. Ich weiß, vor dem Wächter hat er vielleicht auch keine Angst. Bis später bleiben und vergiss ja, aber vor, ich verstehe halt nicht, warum er vor dem Boss keine Angst hat. Der Boss will ihn ja umbringen. Aber okay, dann gehe ich nochmal, du redest hey. Nochmal über den König. Warum aber soll ich hätte. Ja, dann kann vielleicht habe ich das na, falsch wen? Verstanden. Ich werde es dem König erzählen. Ha, das sagt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Ja, Luko ist Gary. Hä, Luko ist der König? Ich dachte, Luko ist der Boss. Wer ist dann der Boss? Ich dachte, der mit den Hörnern ist Luko und das wäre der Boss. Liege ich da jetzt falsch? Er heißt Luko. Ach, und was willst du? Ich werde sagen... dann ich weiß das. Ist auch nicht richtig. Warum sollte ich dich... Weil wenn du gar nicht da bist, ja. Dann kann ich es... Was? Na wem? Bin ich jetzt doof? Gibt's überhaupt einen König? Boss hätte ich auch getippt. Ich werde es Boss eurem Boss erzählen. Haben wir aber halt... Wir haben halt Luko... Jetzt steht da Luko! Das stand da nicht! Ist das random? Oder habe ich das wirklich übersehen? Ach, hör doch auf! Er heißt Luko. Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Wir haben doch extra drauf geachtet. Jetzt kommen wir nicht mit RNG. Ich werde sagen... Nein! Das wirst was? Du nicht! Haben wir das echt übersehen? Das muss ich nachgucken im Wort. Luko wird mich umbringen. Ich bin mir so sicher, dass das da gerade nicht stand. Ich bin extra durchgegangen. Nicht blöd? Wahrscheinlich. Aber gut, dass du mich ermuntert hast, nochmal nachzugucken. Also nochmal, warum versteckst du dich vor Luko? Na, warum wohl? Ich habe mein Lieblingsessen verhunzt, wie die letzten drei Köche. Aber ich will nicht so enden wie sie. Bitte verrat mich nicht. Ich hoffe, du hast es übersehen. Random wäre doof. Ja, ich schreibe mir das mal auf. Ich kann das jetzt leider nicht nachgucken, aber nachträglich. Luko. RNG, Fragezeichen, so. Was ist denn das Lieblingsessen? Schimmelsuppe. Die hat Opa auch immer gemacht. Hey! Es handelt sich um ein traditionelles Gericht der Askil. Eine wahre Delikatesse. Naja, die Schimmelsuppe war immerhin besser als ein Warzeneintopf. Es ist auch nicht so einfach, eine gute Schimmelsuppe zu machen. Das Rezept ist ein uraltes Geheimnis. Nur die allerbesten Köche können sie richtig zubereiten. Aber du kennst das Rezept. In den Grundzügen schon, aber so gut auch wieder nicht. Sie ist mir noch nie gelungen. Und jetzt will mir Luko die Haut umkrempeln. Oh je, schlecht. Oh je. So süß. Kannst du mir das Rezept verraten? Niemals! Es ist geheim! Ja, es ist so geheim, dass du es selber nicht komplett weißt. Glückwunsch! Hallo, Luko! Hallo, Luko! Das schockt mich gar nicht. Du blast nur. Ich weiß, wo der Koch ist. Dräng dich nicht an. Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Lass es bitte einfach bleiben, okay? Hier oben in der Waffenkammer. Okay, du hast hier gewonnen. Verrate dir ja das Rezept. Okay. Sei bitte endlich leise. Bando. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, du brauchst etwas aus der Luft, etwas aus der Erde, etwas aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Was? Na hör doch zu. Etwas aus der Luft, aus der Erde, aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Moment mal, das ist doch kein Rezept. Das ist bestenfalls ein Merkspruch, um sich drei von den vier Elementen zu merken. Ja, weiß ich auch nicht. Und jetzt lass mich in Frieden. Bando, ja. Bis später. Bitte bleib mir vom Leib. Vergiss nicht, du hast mich nie... Ja. Wenn ich Luko begegne, sag ich, dass du nicht in der Waffenkammer natürlich bist. So, haben wir denn Sachen? Wir haben was aus der Luft. Das ist eine Fliege, oder? Ja, das war's auch schon. Scheiße. Können wir uns bedienen an den Sachen? Weiß nicht. Schnecken sind Erde, ne? Spinnen sind Erde. Schimmelpilze. Pilze sind Erde.
Kann man die abschneiden? Nice. Ich finde dann immer noch Pilze. Etwas aus der Erde. Schwung. Etwas aus der Luft. Es kamen keine Tiere zu Schaden, außer Fliegen und Spot. Und das. Was war es noch? Etwas aus dem Wasser, ne? Wir müssen eine Angel bauen. Das muss ich nicht zu. Warum? Das wäre eine super Angelroute. Wäre eine Angelrippe. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Was denn? Dann mach es doch auch! Nö. Wir brauchen etwas aus dem Wasser. Und Wasser haben wir in unserer. Ne? Warum können wir das denn nicht? Nee. Den behalte ich lieber bei. Ja, du sollst. Bei Gott. Ich weiß ja nicht, was du hier machen sollst. Bind es. Ich weiß nicht. Nüppel das an. Muss ich nicht. Nein. Boah, eigentlich brauchen wir ja ein Ding, so ein Köder oder so, ne? Alle Schuldige! Wo kam Spot denn zu Schaden? Wir haben ihn doch nur auf sehr eigenwillige Art und Weise nun, sagen wir mal, modifiziert. Ja, wir haben ihn zum Beispiel modifiziert, indem wir ihn in kleine 5 Bälle gepresst haben. Das hätte auch anders enden können. Okay, wir sind so viel weiter. Wir brauchen was von uns selber. Was haben wir denn von uns selber? Frage ich mich. Fingernägel abschneiden. Ja, das mit Fingernägeln? Ach nur. Ich habe kaum noch Fingernägel, die ich zurechtfeilen könnte. Aber ist das ein Wunder bei all der Aufregung? Ja, dann kau den Rest halt ab. Wir brauchen irgendwas von dir. Er hat sich aber nie beschwert. Duct Tape. Ne? Genau so. Können wir noch hoch? Nee, ne? Tür ist zu, ne? Was haben wir denn da noch? Gut, dass Cedric so zügig unterwegs ist. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Mach auf. Nein, fest verschlossen. Wir waren sehr verdrossen. Was ist man doch mit dem Horn? Weil, ich glaube, es war nur zum Festbinden gedacht. Warum man damit immer noch interagieren kann, wundert mich. Was war das nur für ein Tier? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Wahrscheinlich. Gut, gehen wir halt wieder. Ich glaube, da können wir abkürzen. Ja. Irgendwas fehlt uns. Irgendwas fehlt uns. Was ist mit dieser Tonne? Das regt mich voll auf. Leer. Super Info. Leer. Meine Tonnendeckel ja auch nicht abnehmen leer. Oder so, ne? Ja, ich fühle mich auch leer. Echo. Genau. Das Fass gibt uns bestimmt ein Echo. Ich speichere mal zwischendurch. Fällt mir gerade mal so ein. Bevor ich heute noch nicht nachgucken musste, Kefal hat mich auf einen guten Alter gerade gebracht, nochmal das Gespräch nochmal zu überarbeiten. Aber jetzt ist nur so, wollen wir das essen? Nom. Ich bin nicht zum Essen hier, dann schon eher zum gegessen werden. Ja, aber wir müssen ja das eigentlich wieder wegkippen, oder? Hallo Flash, na? Wollen wir das irgendwie wieder wegkippen oder so? Ich schütte sie ihr. Haben wir gemacht? Haben wir gemacht. Gut. Jetzt ist das nur eigentlich auch wieder da drin und schmeckt eklig. Nein, mit Ausnahme von Spot. Ich stehe echt auf dem Schlauch. Das geht nicht. Die Münze macht ja keinen Sinn. Ja, also, ja, ich weiß Sachen, die nicht. Kann ich hier nichts rausnehmen aus den Fässern? Ich koche lieber mit frischen Zutaten. Ja, ist mir egal. Augen, Schnecken. Spinnenfäden, Schimmelpilzen, Yaki-Eier. Hier so eine Schnecke, die wird doch von den Fischen bestimmt richtig gut angenommen. Wie geht's, Flash? Alles fit bei dir? Zutaten und mit Zutaten, die sich nicht wehren. Ah, so doll wehrt sich jetzt eigentlich, glaube ich, eine Schnecke auch nicht. Ich habe gestern ein Video von einer Weinbergschnecke gemacht. Die war voll süß.
und muss ich noch posten eigentlich oder in Discord packen, obwohl Discord hat sich so mit Videos immer alles zu groß als Datei. Wie so eine Schnecke so über so einen ganz kleinen Ast versucht zu klettern. Das ist super süß. Wo was können wir da hin? Oh, da waren wir noch nicht, oder? Da waren wir noch nicht! Ha! Da ist noch ein Eingang! Ah, oh, meine Fresse. Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. Ah. Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Ah, oh, Gott im Himmel. Die Anzeige steht ganz unten. Neue Hoffnung. Nein, neue Hoffnung. Das dient nur zur Anzeige. Hebel. Ein komplizierter Mechanismus, der außerdem außer Reichweite ist. Na super. Jetzt tun sich die Probleme schon gegen mich zusammen. Aufgestanden, angezogen, für mehr hat es nicht gereicht. Faulenzia Weekend. Viel mehr habe ich auch nicht gemacht. Passt schon. Kommen wir nicht dran, nein, ne? Das ist viel zu die Ziele, die ich mir gesteckt habe. Fühl ich. Die Rippe, kommen wir damit nein, irgendwie ist dran? Nein, ja, ja, ist okay. Was haben wir denn hier Schönes? Frosch. Oh, mir geht's. Na, mal Frosch. Oh, süß. Ich würde ja gern, aber ich komme nicht ran. Können wir es bitte endlich zusammen? Warum machst du es dann nicht? Holzbalken. Soll der Balken da so rausragen? Oje, die ganze Konstruktion scheint mir doch ein wenig abenteuerlich. Manche Leute bezahlen extra für abenteuerlich. Vielleicht gelänge es mir sogar, das Seil da hochzuwerfen. Aber wozu? Es würde nicht halten. Es würde es nicht tun. Nein, wie die Ziele. Keine wirkliche Idee gerade, merkt man nicht, ne? Ja, weil das macht keinen Sinn. Nein, auf. Nein, wie die. Ja. Ich würde sagen, das kann man ja sonst hier so drüber werfen. Da können wir ein Seil dran machen, das Seil dann festmachen und dann könnte man hier drüber. Aber so schlau sind wir nicht, ne? Wir können das auch gar nicht interagieren. Na, wunderbar. Und wir haben diesen Schlüssel immer noch nicht. Nacke ich auf dem Sofa, sich so bequem wegen Chipsresten am Vorabend. Chips in der Ritze. Fragt sich dann nur, welche Ritze. Auch alles nicht so ergiebig hier, ne? Kannst du da reinbeißen? Nein, das ist die. Wir haben einen neuen Screen gefunden, in dem wir zu dumm sind, irgendetwas zu tun. Wundervoll. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass ich nicht so viel sage. Ich bin eigentlich ganz froh drüber. Poki kann das um einiges besser. Ich wurde dazu gezwungen, weil ich brauche ein bisschen das Geld. Und ja, du hast aber gesagt, dass Raum, du das sag ich. Was sage ich zu diesem Raum? Er ist orange, unten ist ein bisschen grün drin. Es sollte halt der erste Lichtschein wirklich sein, dass man eventuell aus dieser Schlucht wieder herauskommt. Es gibt eine riesige Apparatur, die wir... Oh, hier gibt es den Frosch, der wunderbar auch von Gunnar animiert wurde. Mach ihn fett, mach ihn eklig. Hier sind so diverse krasse Animationen drin. Ich erinnere mich, dass ich meine, Lena war es, die an dem Wasserfall gesessen hat. Und natürlich gab es, an dem Wasserschwall im Hintergrund, wenn ich mich nicht alles täusche, und an dem Wasserrad. Und die krasseste Animation, die wir mitunter, also die krasseste Spezialanimation von Sedwick ist halt die, wie er halt hier im Endeffekt von einem Ufer zum anderen kommt. Ja, das ist möglicherweise die für mich markigste Animation im gesamten Spiel. Und es gab ja, wir haben ich weiß gar nicht wofür, wir haben irgendwann mal so ein Poster gemacht, wo wir alle einzelnen Animationsphasen, also alle Einzelbilder, die es von Sedwick gab, auf so ein riesiges A2-Poster oder so, keine Ahnung,
drauf positioniert haben, so nebeneinander durcheinander gemischt. Und das waren noch nicht mal alle. Es waren aber auf jeden Fall 3 Millionen. Etliche. Und da fallen natürlich immer die einzelnen Phasen aus dieser Animation besonders auf. Genau. Ja, krass. Aber unter anderem versteckt sich dort übrigens auch ein Sedwick im Leopardenanzug. Kleine in diesem Poster. Eine kleine Referenz auf den Leopardenmodus in diesem Spiel. Das ist natürlich sehr wichtig. Wir in jedem Spiel einen geheimen Leopardenmodus. Ja, soll man schon sagen, dass der Bade auch was damit zu tun hat? Ja, auch ja, Bade hat es schon so ein bisschen. Ach, Bade ist in diesem Fall auch nochmal ganz herauszustellen, weil er das ist halt so doof. Dieses Rätsel mit dem Wasserstand, mit diesen Wasserständen halt natürlich auch erdacht hat. Er hat sowieso halt das meist vom Rätseldesign in diesem Kapitel ebenfalls genommen und selber gemacht. Ja, das war spannend. Frage ist halt, kriegen wir den Frosch als Objekt aus dem Wasser? Ist das unsere Zutat? Weil hier kann ich mit nichts interagieren, oder? Das ist zu hoch. Da weiß ich gar nicht, wie wir da gerade dran kommen sollen. Wir haben nichts, womit wir das Seil, da sind wir viel zu dumm für. Ja, wir können das ja auch mit nichts. Das muss ich. Mit nichts zusammenknoten. Gar nichts. Er sagt hier doch, das würde sich vielleicht irgendwie machen lassen, aber er macht es nicht. Wahrscheinlich, weil es zu früh ist. Und das ist halt so, hier kann ich nichts dran befestigen. Da rutscht ja alles runter, theoretisch. Logischerweise. Die Anzeige, da müssen wir das Ventil für aufmachen. Wir haben aber den Schlüssel nicht. Wie gut, dass mich das nicht wahnsinnig macht. Jetzt haben wir einen neuen Ort gefunden und der hat uns genau gar nicht geholfen. So. Da kann man rein, da kann man rein. Die Tür können wir uns angucken, das Küchenschild können wir uns angucken. Ja, das ist alles toll. Toll, toll, super toll. Boah, ey. Wir haben aber auch echt lange nichts Neues irgendwie bekommen, was man irgendwie Hier sind wir halt auch noch nicht hingekommen, ne? Weiß halt nicht, wie man da aktuell hinkommt. Weil ich glaube, die sind ja schon richtig verbunden. Wenn ich jetzt durch die runtergehe, dann bin ich genau, wieder bei diesen beiden Türen. Ich komme halt nicht zu den Türen aktuell, ich komme nicht zu den Türen. Ich weiß nicht, ob man da jemals hinkommt oder ob das nur Background ist. Kann ich gar nicht sagen. Ja. Ich habe eine Idee. Sonst versuche ich mir einen Tipp zu holen, ohne mich zu spoilern. Nicht mal ganz einfach, aber ich habe doch extra was aufgemacht. Warum macht er das jetzt nicht? Whispered World. Ich habe es nicht mehr offen. Peinlich, komm nicht weiter. Mein Handy funktioniert wieder wunderbar. Mit langen Fingernägeln geht hier gar nichts. Was fehlt uns für die Suppe? Das aus dem Wasser. Und entweder müssen wir es aus der Zelle angeln oder wir müssen diesen Frosch holen. Eins von beiden. Deswegen. Wo ist dein Begleiter? Weiß ich nicht. Haben wir leider nicht bei uns. Wo sind wir denn überhaupt in der Story? Nein, ich möchte kein McDonald's. Danke. Oh, Kinders. So weit sind wir noch gar nicht. So weit sind wir auch noch nicht. Schimmelsuppe. Wann waren wir das letzte Mal in unserer Gefängniszelle? Ja. Hier halt, aber hier ist halt nichts. Wir müssen halt irgendwie mit dem Schacht noch interagieren, aber ich wüsste nicht womit. Ich dachte, dass wir irgendwas angeln müssen vielleicht oder so, aber wir können mit nichts interagieren, wirklich. Ja. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Wenn es darum geht, dass wir den Wasserspiegel hoch und runter machen, kann ja auch sein, dass es hiermit zu tun hat. Aber wir haben diesen Schlüssel nicht, um das Wasser hoch und runter zu machen. Ich weiß nicht, wo wir den finden. Ich weiß es nicht. Deswegen, was übersehen wir?
Versuch mal nur zu gucken, was diese eine Sache ist, die für dich zu dumm bin. Okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Also zumindest habe ich mir eine Kleinigkeit angeguckt. Wäre ich auch in 3000 Jahren nicht drauf gekommen. Wir müssen die Münze spitz schleifen. Weil... Mal gucken, ob ich diesem kleinen Schmuckstück noch den letzten Schliff verpassen kann, ohne mir dabei die Fingerkuppen abzuhobeln. Nichts für ungut, aber nein. Da habe ich wohl etwas übertrieben. Die Münze ist jetzt spitz wie ein Pfeil. Mein Konstrukt kommt einem Pfeil schon sehr nahe, irgendwie. Nein! Nein, tu das nicht! Oh, nein! Oh, Gott, ey. Passt. So. Niemals wäre ich darauf gekommen, dass wir die Münze spitz feilen müssen, um dann einen Pfeil draus machen. Tut nichts für ungut, aber nein. So. Und jetzt können wir gucken, ob wir hier nicht irgendwie drüber kommen dann oder so. So. Na dann mal los. So. Kommen wir jetzt rüber? Hui. So. Jetzt kommen wir nämlich auch weiter. Zum Angeln braucht man doch einen Köder. Ja, das wäre halt auch meine Idee gewesen, wo wir den Köder halt herbekommen. Ne? Ist schon klar. Aber nein. Ich bin froh, dass ich nachgeguckt habe, die Kleinigkeit. Von euch wusste es jetzt auch keiner mehr auswendig. Ich wäre nicht darauf gekommen, diese Münze anzuspitzen. Nein. Hey, hier geblieben. Scheiß Frosch. Ich glaube, die Sache mit der Münze habe ich damals auch nur klassisch mit dem Kombiniere alle Gegenstände mit dem Inventar mit dem Objekt rausgefunden. Verstehe ich. Frisst der Frosch vielleicht die Suppe, die wir haben? Da können wir die hinstellen. Der wäre abgelenkt, weil er die frisst. Das wäre jetzt so meine Idee. Kann man... direkt nach links weg. Das würde ich jetzt mal probieren. Also, wäre jetzt mein erster Gedanke. Wenn ich mir mit dem Hammer jetzt auf die Finger klopfe, treffe ich am Mittwoch sicher den Nagel. Ja. Was hast du vor? Haben wir einen Teller mit Suppe? Vielleicht frisst der Frosch das ja. Da ist ja theoretisch schon eine Fliege drin. Eigentlich schmeckt das ja schon, ne? Also vor allem so ein Frosch. Ja, das ist ja die Animation schön, aber anstrengend. So. Ja, geh du mal weg, ist mir egal. Ja, ist uns egal, Cedric. Platzier das. Auf diese Weise werde ich den Frosch niemals fangen. Nicht? Schade. Dann... Ja, war schön. Ich dachte, ja. bin ich lost. Toll. Jetzt kommen wir zum Frosch, aber der Frosch hüpft wirklich zu viel. Aber die Suppe macht das doch klebrig. Die Suppe ist doch klebrig. Warum machst du das nicht? Warum schüttest du das da nicht hin? Ich bin nicht zum Essen, dann schon eher zu... Hier muss man sich das Essen wahrscheinlich noch... Nein. Suppe ist zum Essen da, aber wir essen die ja nicht. Und der Frosch isst sie auch nicht. Doch, die haben wir auch vorher schon in die Katakomben gekratzt, die Suppe. Du hast ja keine Manieren. Das ist nicht essbar. Bin jetzt kein Stück schlauer geworden, ey. Was ein Mist. Was ist denn mit dem Sitzplatz? Es ist deprimierend. Ich bin einfach zu... Ja, es ist wirklich deprimierend. Du bist so unkreativ. Womit lockt man den Frösche an? Mit klebriger Suppe? Ja, mit der Fliege ja nicht. Die haben wir schon benutzt. Es ist deprimierend. Ich bin einfach zu... Ja, wir sind zu dumm. Nicht zu langsam. Wir sind zu dumm.
Jetzt mach einfach den Diego und zack ist der Frosch hin. Aber irgendwelches Gefühl, das macht er nicht. Wir können ja auch keine neue Fliege fangen oder so. Du ätzender Kackfrosch, ey. Mit Schnecken? Ja, aber vorhin haben wir nichts rausgenommen aus den Sachen. Vielleicht nehmen wir jetzt was raus? Vorhin hat er ja sich geweigert. Ich koche lieber mit frisch und mit zu. Tintenfisch ist auch klebrig, nehmen wir aber auch nicht mit, ne? Ich koche lieber mit. Ach, Cedric. Mann. Die Fliegen sind weg. Ja, der Tisch ist klebrig. Kannst du die Tischdecke mitnehmen? Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr gewischt. Ja. Nee. Hier ist auch sonst nichts. Nichts ist hier. Ich bin immer noch genauso dumm. Ah. Immer den Frosch. Ich weiß es einfach nicht mehr. Kann man das so verteilen Essen oder und so? Kämpfen. Entschuldigt. Mit diesem Holz haben wir, können wir immer noch nicht mitnehmen. Und das Ventil, den Ventilschlüssel haben wir ja auch noch nicht. Ja, sagt auch nichts mehr Vernünftiges, oder? Hey, hier unten spielt die Musik. Ach, du bist nur wieder. Und Nina klatscht den Tisch auf den Frosch. Nein, ich wollte die Tischdecke mitnehmen. Da ist ja eine Decke drauf. Siehst du aber den Wald vor lauter Bäumen nicht. Blöde Münze hatte ich völlig rausgebracht. Okay, warum? Bis später. Bitte bleiben für Kinder. Warum? Jetzt bin ich richtig irritiert von der Aussage. Hä? Rausgebracht hat mich gar nichts selbst. Dafür hätte ich jemals drin sein müssen. Immer noch dafür, dass wir einfach ein Messer werfen. Nicht doof? Ich will keine Antwort. Klär mich auf, ey. Exit Gaming erlaubt, wenn's nett ist. Einfach Knüppel über den Kopf. Aber dann ist er halt schon weg, ne? Ja. Mach das jetzt. Zack. Nein, du sollst es werfen. Du hast doch jetzt super gekocht. Ja, aber da ist doch kein... Der Frosch muss da ja noch rein. Der Frosch muss doch noch da rein. Die Suppe ist ja noch nicht fertig. Das wissen wir doch. Da sind ja erst zwei Zutaten drin von vier. Von uns selber muss da ja auch noch was rein. Und von uns selber haben wir aktuell nichts. Nee, die ist noch nicht fertig. Der Frosch muss dann noch rein und noch irgendwas von uns selbst. Nee. Da müssen nämlich Sachen, etwas aus der Luft, etwas aus der Erde, etwas aus dem Wasser und etwas von uns. Und wir haben, aus der Luft haben wir die Fliege drin. Aus der Erde haben wir Pilze drin. Wir brauchen den Frosch aber dann noch fürs Wasser. Und noch irgendwas von uns selber. Keine Ahnung, ein Ohrläppchen oder so, ich weiß es nicht. Reinspucken finde ich reicht auch, aber... Was übersehe ich? Dann war ich doof. Nein, du hast nur irgendwas nicht mitbekommen. Das ist was ganz anderes. Wir müssen das genauso machen, wie ich dachte, aber... geht aber nicht.
Wir brauchen das klebrige Tablett, aber das haben wir doch hier benutzt schon. Also es funktioniert so, wie ich dachte, dass wir den Frosch festkleben müssen. Was aber nicht mit der klebrigen Suppe funktioniert, sondern nur mit der klebrigen Suppe auf einem Brett. Aber ich habe kein Brett. Mein Körper von der Keule wieder entfernen? Ich glaube nicht, weil sobald du es in die Hand nimmst, hast du es nur in der Hand. Ich verstehe. Hier habe ich jetzt nur noch den Heuhaufen und den Schacht. Ich habe kein Brett. Ich kann auch nichts runterlassen. Aber ich das kann ja behalte damit ich lieber nicht. Bei. Ja, ja. Also das Brett bräuchten wir, aber das weiß ich woher. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt halt. Ja, wir haben nur noch diese drei Sachen im Inventar, das ist korrekt. Wir können den Krupper erstechen und dann Suppe tunken. Also mehr. Brett. Leer. Ja, aber nimm doch davon mal was mit oder so. Och, Mann, Sedwick. Hab dich doch nicht immer so. Hier ist halt der Tisch. Aber hier ist sonst nichts. Hm. Was ist nachzugucken? Was für ein Brett? Wir präparieren die Stelle, an der er sitzt, mit dem klebrigen Tablett. Wir haben das klebrige Tablett aber nicht mehr. Wir haben es nicht mehr. Wir haben es benutzt und dann war es weg. Wo soll das denn jetzt sein? Hä? Das haben wir alles schon gemacht. Irgendwo haben wir was übersehen, oder? Das Tablett, wo ist das Tablett? Also, irgendwie. Also. Das. Hast du das Inventar? Ach, geht doch alle kacken! Scheiße hier. Ich dachte. Entschuldigung, mein Fehler. Ich dachte, wenn wir nur die unteren drei sehen. Guck mal, ich kann jetzt gar nicht wieder runterklicken. Ja, aber entschuldige, das ist tatsächlich, hört sich jetzt immer doof an, weil ich dachte, das ist nicht meine Schuld. Hahaha. Pun intended. Ihr seht, ich kann jetzt nicht hoch und runter klicken. Warum war halt gerade das ganze Inventar nicht sichtbar? Das macht halt keinen Sinn. Ich kann nicht runterklicken und nicht hoch. Aber trotzdem habe ich gerade nur drei Sachen gesehen. Das ist halt das, was mich gerade ein bisschen nervt. Das Inventar ist gescrollt. Obwohl nicht genug Items da sind, um zu scrollen. Ja, das Inventar ist leider nicht, war nicht gut. Es ist hübsch, aber extrem unübersichtlich. Du hast so wenig Sachen, die du auf einmal siehst und dann diesen großen Umlegeschalter, das ist nicht ganz so... Hier geblieben. Das, Inventar ist jetzt nicht der Pluspunkt des Spiels. Oh, ich kotze einfach, ey. Die Falle. AKA das Inventar. Oh, wir wären doch längst durch. Sprichwörtlichen Präsentierteller. Wir hätten das schon längst gemacht, hätte ich diese Sachen im Inventar noch gesehen. Wer auch immer dafür verantwortlich war, dass das Inventar funktioniert, wie es funktioniert. Vielleicht kriege ich das noch raus demnächst. Vielleicht arbeitet die Person ja noch bei der Dalek. Dann gibt es einen Nackenklatscher. Ganz eindeutiger Nackenklatscher. So, auch mit Brett ist egal. Etwas aus dem Wasser. Mitsamt Brett, schmeckt schon. So, und jetzt noch irgendwas von uns. Aber was? Können wir das einfach so? Schimmelsuppe. Nein, ich muss nicht probieren. Ich koche. Ja, du kochst nach Rezept. Und warum packst du deinen eigenen Kram nicht? Noch etwas von mir selbst. Okay. Wahnsinn, es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass ich Opa nie über die Schulter gesehen habe. Kann kochen. Ich muss nicht probieren. Ich koche. Ja, dann ich schütte sie das mal weg. Mal wieder zurück. Das Ganze ja auch ganz überhaupt nicht kontaminiert oder so. So geil.
Hey, ihr Bengels, die Suppe ist fertig. Das ist ja Opa nachmacht. Wollte ich sagen? Hab ich vergessen. Einfach schlichtweg blank. Ups. So, wir döngeln den Gong. Wir gongeln den Dödel. Nee, was? Moment. Ah, endlich der Essener. Barney hat wohl bereits einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier eine bessere Schimmelsuppe zubereitet. Langsam gehen uns die Leute aus. Ah! Es geht doch nichts über den beißenden Gestank einer richtig zubereiteten Schimmelsuppe. Vielleicht habe ich die Exekution des Kochs ja doch zu früh angeordnet. Wollen wir da wirklich hin? Was für eine grausige Erscheinung. Wie bin ich bloß hier reingeraten? Eigentlich sieht er einfach nur aus wie Loki. Schnell weg. Dann können wir doch eigentlich dem Koch Bescheid geben, dass alles supi ist, oder? Ich weiß nicht. Wäre jetzt so mein erster Gedanke. Ey, Koch. Hey, hier unten spielt die Musik. Och man, können wir ihm nicht sagen. Okay. Schade. Gut. Dann können wir halt nur jetzt in diesen Raum von Loco wahrscheinlich rein. Lauf schneller. Entschuldigung, bin kurz eingenickt. Das ist immer der Nachteil an großen Screens. Wollen wir da nicht rein jetzt? Nein, fest verschlossen. Ach, der hat den Schlüssel vielleicht. Wir können doch nicht an dem rumkrabbeln, oder? Nein, hier fehlt nichts weiter. Ach Mann. Ich dachte, wir sind mal ein bisschen kreativ. Können wir da... Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Aber wo ist denn der Schlüssel? Vergiss es jetzt einfach. Ja. Was haben wir denn jetzt? Vielleicht können wir das damit wieder aufmachen. Damit sind wir auch aus dem Knast entkommen. Mit unserer Nadel. Das brauchte. Obwohl dann. Damit haben wir den Schlüssel bekommen, ne? Ja, ich probiere das jetzt trotzdem. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Hirks? Nein. Ich bin einfach zu ungeschickt, um das Schloss auf diese Weise zu knacken. Ist richtig, Cedric. Du kannst nix. Aufschneiden geht auch nicht. Ja. Frisst das Vieh vielleicht Holz? Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel. Nichts weiter. Wovor haben wir Loco dann dahin gelockt? Könnt ihr mal aufhören zu spinnen hier? Entschuldigung, die Meerschweinchen rasten wieder völlig aus. Dieser Grrrr-Time. In dem Kapitel bin ich wirklich einfach nur wahnsinnig schlecht. Wo wäre denn jetzt? Können wir das noch anspitzen? Würde mich jetzt auch nicht wundern. Essstäbchen einfach noch doller anspitzen. Komm. Nein, das muss... Doch, das muss wohl doch geschliffen werden. Einiges wollen auch Suppe. Den behalte ich lieber bei mir. Ich habe halt immer noch diesen Schlüssel für das Ventil. Und da komme ich ja auch nicht dran. Ich habe ja nichts Neues bekommen. Der hat ja seine scheiß Suppe. Was habe ich denn jetzt davon, dass der seine Kacksuppe hat? Wenn der Koch auch nicht mit uns redet. Was bei dem Boss nicht ein Fenster zum Reingucken? Ja. Aber wo war das nochmal? Aber ja, du hast recht.
Ja, stimmt. Frage ist, wo war das? Ach, da war das. Stimmt. Ja, gut, ja. Ich dachte, wir müssen rein. Der Frosch ist weg. Der Frosch ist in der Suppe. Du hast gepennt. Den feinen Bogen kann man aber nicht wieder mitnehmen, oder? Weil diesen Eimer brauchen. Also irgendwas ist ja noch mit dem Eimer. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen, aber mit dem können wir interagieren. Also muss damit irgendwas sein. So wird es das Gesetz. Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Das ist wohl korrekt. Wir können ja auch nichts schießen. Das wäre halt praktisch gewesen. Ah, da ist Spot! Spot! Irre ich mich? Oder wirkt Spot ängstlicher als sonst? Ich sehe nur ein Auge. Ich weiß jetzt nicht, ob er genauso glücklich oder neutral ins Nichts starrt oder ob er wirklich Angst hat. Spotty! Spot, ich hol dich da raus. Ich weiß noch nicht, wie, aber keine Sorge. Mir fällt schon noch was ein. Oh, wir können mit Spot wieder agieren, okay. Ja, dann mach dich mal klein. Dann sollte das ja gehen, oder? Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Aber Spot kann sich in 5 teilen und du nicht? Was kannst du, Cedric? Was kannst du? Kannst du brennen? Ist das Holz? Ja, es ist Holz. Nice. Oh, du liebes Baby. Nein, ich komme nicht ran. Ja, ist ja nicht schlimm, aber Spot kann ja auch laufen, oder nicht? Loch? Komm, Spot, benutz das Mauseloch. Nichts wie raus da. Oh. Spot. Der war echt okay. Oh, Bibi. Das hat Spot wirklich mal gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf ihn. Komm, Spot, ich will hier weg. So. Brenn doch mal die Tür nieder. Das ist so süß, ne? Hast du eine Idee, wie wir da reinkommen? Anzünden. Hätte mich auch gewundert. Anzünden. Hast du ein... Hätte mich auch gewundert. Langweilig. Ich überlege gerade, was wir jetzt mit Spot machen sollen. Wir kommen ja immer noch nicht in diesen Eimer. Können wir ihn da runter? Ist da irgendwie was? Hey, Spot. Ganz geh so mal unnütz gucken. Ist der nun auch wieder nicht. Okay. Ich dachte so als Bote. Kann man ihn scharf machen? Also eine Form von Spot-Creme, glaube ich noch, ne? Das ist jetzt nur so eine... Weiß Opa nicht. Sagt, Spot ist ein ungeschliffener Rohdiamant. Aber ich glaube, er ist einfach nur ungeschliffen. Und ich finde es okay so. Ach, plötzlich willst du das Tier nicht quälen? Na dann. Habe ich da nichts gegen einzuwenden. Bin immer froh, wenn Spot alles gut... Wenn Spot alles gut ist. Können wir das jetzt wieder mitnehmen? Ich spucke jetzt lieber nicht in die Hände, bevor ich mich darüber schwinge. Die sind auch so schon feucht genug. Kannst du das wieder mitnehmen? Nicht nötig. Ja, aber nimm es doch mit, Kind. Geil. Nee, sieht nicht gut aus. Und ob der Hebel überhaupt schon was bringt. Gehen wir doch mal hoch. Nochmal in die Waffenkammer. Haben wir ja noch was anderes gemacht. Können wir jetzt mit dir reden? Hey, hier unten spielt die Musik. Ja, das wollen wir nicht wissen. Bis später, wenn du bleibst und vergisst, du hast. Ey, Spot. Ey, Spot. Oh, mach mal was. Einen mundgerechte Häppchen zerteilte Raupe. Die würde sich gut als Hors d'oeuvre machen. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber andererseits, das Auge ist ja mit. Läuft bei dem Koch. Mach dem Feuer unterm Arsch. Gott, das geht. Hey,
Lass das! Hm? Autsch! Hey, lass das! Hm? Könnte ich mit Spot in den Eimer werfen? Ja, jetzt, wo wir ihn haben, könnten wir das gleich mal probieren, ja? Ja, ist immer dasselbe, ne? Na, Viking, da was. Was hast du denn da? Eine brennende Raupe? Daraus ließe sich ein prima Flammkuchen machen. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber er wird und wird nicht gar. Warum hast du da auch schon dran gedacht? Warum? Na, mit dem dicken Spot wüsste ich jetzt auch nicht, was wir damit machen sollen. Obwohl, wir können ihn dagegen werfen. Spot braucht keine Rüstung. Er ist auch so schon robust genug. Naja. Mit dem Holzhammer weiß ich auch immer noch nicht. Ich glaube nicht, dass Spot da was zu tun hat. Zünd den an, der ist aus Holz. Brauchen wir nicht. Los, Spot. Du trägst den Hammer. Was bist du nur für ein Waschlappen? Wer ist hier der Waschlappen, hä? So. Das können wir probieren mit dem Eimer. Sonst wüsste ich jetzt auch einfach echt nicht, wo wir weitermachen müssen. Was auch immer wir dann mit dem Eimer machen, frag mich bitte nicht. Das ist nur so, ja, dann haben wir einen Eimer, das ist schön. Und dann? Können wir da schon nicht reinkommen? Ich wollte nur so, ob wir das Spiel heute durchschaffen. Nein. So. Ich kann Spot nicht benutzen hier. Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass... Warum benutzt du Spot nicht? Dann setzen wir uns den Eimer auf den Kopf und spielen Ritter. Oder Hernando. Für alle, die Encanto geguckt haben. Okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir so gut wie im Werfen sind. Glaube ich irgendwie nicht. Ich komme nicht ran. Du hast es auch nicht versucht. Aber, Bot geht nicht. Warum auch immer. Komme ich denn jetzt eigentlich wieder raus hier? Ah, da. Wir warten mal, bis Spot da ist. Vielleicht war Spot einfach noch zu weit weg. Was ist denn, wenn ich dich jetzt klein mache? Hey Spot, jetzt... kannst du nachsehen, was da drin vor sich geht? Schon gut. Ich mach selber. Wie gewonnen, so zerronnen. Schade. Können wir den Spot jetzt? Nein. Ach, ist doch alles doof. Was ist denn da drin? Er sieht nützlich so dumm, dass ich nicht... Es scheint eine Art Schlachtplan zu sein. Mehr kann ich von hier oben aus nicht erkennen. Damit kann man die Sachen drehen, ne? Wie machen wir diese kackige Tür denn auf? Sie ist verschlossen. Ja, ich weiß. Nein, ich komme... Ja, selbst wenn du drankommst, machst du sie ja trotzdem nicht auf, Cedric. Geh mal in den Schädel. Aus, Spot. Pfui, denk nicht einmal dran. Warum nicht? Horn, mit dem Horn hat... Dass das immer noch, das Horn überhaupt noch hier ist. Können wir es nicht irgendwie abbrechen mit Dicky Spotty? So ein Horn würde Spot auch gut stehen. Fetti Spot ist einfach so geil. Oh, ich weiß es nicht, Kinders. Auch mit dieser Leichtdrahtmusik übersehen wir hier ein Item. Kann Dick Spotty das aufstemmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Boah. Heute bin ich aber nicht gut drauf, anscheinend. Jetzt haben wir alles schon. Hast du eine Idee, wie wir da reinkommen? Hätte mich auch gewundert. Haben wir alles schon.
so. Das ist alles schön. War Dicks Bottich nicht voller Wasser? Kann sein. Ja, irgendwas zum Wasserrätsel beitragen? Gute Frage. Gute Frage. Oh ja, ich denke auch nie daran, dass es Wasser ist, weil es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Ist er wirklich voller Wasser? Ja, doch, ne? Jetzt fische ich aber auch im Dunkeln. Alles gut. Wir versuchen das noch und sonst gucken wir uns den Tipp an. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man nicht weiterkommt. Immerhin haben wir heutzutage ja die Möglichkeit. Das ist ja schon viel wert. Ich glaube nicht, dass wir da drankommen. Sieh mal, Spot, die Anzeige steht ganz unten. Nee. Weil von, es ist ja nicht offen irgendwie außen. Ich brauche diesen Schlüssel. Was wollen die von uns? Gucken wir mal. So. Das Spot-Menü erscheint. Genau, wir können Spot wieder rausholen. Ja, so. Ah, die Welt mit Internet ist schon einfacher. Oh ja, ich habe damals auch einfach Spiele abgebrochen als Kind, wenn ich nicht weiterkam und mir keiner helfen konnte. Dann konnte man das einfach nicht weiterspielen, ne? Das ist halt schon... Es ging bei Loki weiter, aber ich weiß nicht mehr. Ja. Kann man den irgendwie K.O. schlagen oder so vielleicht? Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Ah! Oh! Ist er eingeschlafen? Gut, dass wir nochmal hingegangen sind. Hab ihn und jetzt nichts wie raus hier. Ja gut, das muss man wissen, dass der einschläft, ne? Das muss man wissen. Das ist gemein. Das heißt, du läufst eigentlich, du gibst ihm das Futter. Du, okay, ich glaube, dann holst du Spot halt raus. Und dann kannst du schon wieder direkt zu ihm, aber da muss er halt erstmal drauf kommen. Aber okay. Besseres Rätsel, als die Münze hier schleifen. Auf jeden Fall. So, gut, wir mussten wieder nicht nachgucken. Soweit war ich nämlich Gott sei Dank noch gar nicht. Dann drehen wir mal. Happy, happy, happy drehen. Das ist ein Schlachtplan, oje. Die Askel plant tatsächlich einen Angriff auf Corona. Ja, wenn wir das mal machen würden, ne? Mit dem Spiel bilden sich ja völlig neue Synapsen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schlägel. Ach so. Ja, dann hauen wir mal wieder unseren Krubber. Okay. Dann gucken wir mal, wo uns das jetzt hinführt. Jetzt sind wir da oben. Na. Juhu. Jetzt sind wir hier. Schön. Wo kommen wir denn hier hin? Oh, okay. Ich sehe nur den Tisch und bin nur so, oh, ein Wimmelbild. Nein, Nina, wir spielen gar nicht mehr Grim Tales. Dies ist die hässlichere von den beiden Trophäen. Ich muss meine Meinung revidieren. Diese Trophäe hier ist doch hässlicher als die andere. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Sie sind beide hässlich. Immer ein bisschen schwierig, so solche Sätze, wenn sie nur funktionieren, wenn man sich das andere eigentlich schon angeguckt hat. Dies ist die hässlichere von den beiden Trophäen. Ich muss meine Meinung revidieren. Diese Trophäe hier ist doch hässlicher als die andere. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Sie sind beide hässlich. Macht nur so mäßig Sinn, ne? Das Ventil! Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Oh. Es ist nur ein weiteres Ventil. I see. Beinahe gemütlich, wenn ich jeden Augenblick ein Askel auftauchen könnte, um mich hineinzuwerfen. Mach mal Feuer, Spot. Es ist warm genug. Ach, Mann. Aber nicht gemütlich genug. Okay, kann man auch noch drehen. Das ist aber anstrengend. Dann gucken wir uns erstmal um, wie es ist. Ist gar nichts? Kackeiern? Nö, Tatsache. Okay, dann müssen wir da auch draufhauen. Ich glaube, da. Okay. Rubba! So. Sind wir aber immer noch hier. Oh no. What have we done? Ja, da wären wir dann auch. Was ist denn jetzt anders? Hilfe! Ach, hier bin ich. Ich lasse die Tür lieber angelehnt, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Schlau. Hier ist alles wie immer.
Hier komme ich, sind aber auch die gleichen Räume dann, ne? Okay. Ja, okay. Also das hat sich jetzt nicht verändert. Ja, dann gehen wir mal wieder da hoch. Und da rein. Aber mich würde halt interessieren, was sich halt hier getan hat. Weiß ich jetzt nicht. Tut sich da vielleicht nur was? Hier ist ja nichts, ne? Nee. Tut sich da vielleicht nur was dann in dem Raum hier? Ach, der ist jetzt zu. Das ist belastend. Okay. Achso, dann müssen wir da oben wieder durch wahrscheinlich, ne? Lauf schneller, Cedric. Und was habt ihr heute Schönes im Streaming gemacht? Wir sind viel gelaufen. Wir haben auf jeden Fall unser Schrittziel heute erreicht als Cedric. Wenn ich das schon nicht privat erreicht habe, dann mit Cedric. Dann gehen wir da durch. Da kommen wir nicht durch. Sie ist verschlossen. Hier wieder durch. Ah. Das ist jetzt aber doof. Dann hauen wir nochmal drauf. Ich weiß ja nicht, wie viel. Trial and Error ist halt auch. Aber. Ah ja, okay. Jetzt haben wir dreimal draufgehauen. Nein. Ach, er reagiert doch mal. Ach Gott. Wenigstens wippen die Bommeln schön. Das sind die kleinen Dinge im Leben, ne? Sie ist verschlossen. Hä? Aber es hat sich gerade eine Tür geöffnet. Aber welche Tür? Oh nein. Wo war denn eine Tür verschlossen? Nirgendwo. Jetzt hat sich doch wieder. Ah, jetzt hat sich eine andere Tür geöffnet. Okay. Okay. Können wir jetzt eigentlich Spot werfen da hoch? Wenn ich da nicht drankomme, dann scheint. Ich kannst du gar nichts. Weil das. Ja. Dann drehen wir doch mal in noch einmal weiter nach links. Kommen wir jetzt auch nicht mehr raus? Nein, von dieser Seite lässt sich die Tür wohl nur durch den Gongmechanismus öffnen. Das ist jetzt doof. Sind wir wahrscheinlich wieder bei null angekommen, ne? Ja. Oh Gott. Aber ich verstehe halt nicht, wenn ich. Das ist jetzt normal. Ganz normaler Status quo. Oder sind wir ganz schön. Was sind wir schon ganz links und können nur rechts rum? Was? Jetzt sind wir wieder bei null. Wenn wir einmal nach links drehen, das Schlachtplanzimmer, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Dann kommen wir da oben raus und können in dieses Büro, wo wir auch nach links und rechts drehen können. Allerdings ist dann die Tür. Verschlossen. Ah, ich überlege gerade. Als ich vorhin die Tür geöffnet hat, haben wir nur hier oben geguckt, ob die geschlossen war. Wir haben aber nicht geguckt, ob wir nicht vielleicht hier unten wieder reinkommen. Ah, das ist jetzt. Ich möchte auch nicht nachgucken. Nachgucken ist langweilig. So. Wir gucken mal. Ob das aufgeht.
Wenn ich das jetzt drehe. Da geht nur zu. Da tut sich gar nichts. Da geht eine Tür auf, aber es ist nicht die eine Tür. Den gehen wir jetzt hier runter und jetzt hier unten entlang. Weil die oben ist zugeblieben, meine ich. Wir schauen mal. Wir können hier rein. Okay. Also das hat schon mal soweit funktioniert. Was ist, wenn wir jetzt... Frage ist, welche Richtung drehen wir jetzt? Dann bleibt die zu, ne? Nee, doch nicht. Okay. Sind wir trotzdem wieder hier? Aber das, drehen wir das dann quasi hier nur zurück? Ah, ich weiß ja nicht, wo sich was tun soll. Hilfe. Oh, sowas kann ich ja gar nicht. Was macht das hier nochmal? Achso. Wir müssen irgendwo hin, wo wir den Schlüssel finden. Ich glaube nicht, dass der Hauptschlüssel die Dinger entfernen wird, oder? Aber das würde ich gerne mal kurz gucken. Warte. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber es ist ein Hauptschlüssel. Ein Generalschlüssel vielleicht auch. Jetzt mach! So. Vielleicht geht das ja doch. Und ich bin vielleicht dumm. Ah, das geht! Never mind. Wusste ich natürlich. Na komm, dann erzählt mal dazu, zu eurem tollen Raum. Ja, dieser Screen hier, der ist ebenfalls entstanden, bevor wir überhaupt wussten, worum es in diesem Kapitel eigentlich geht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Screen schon fertig war und dass wir dann halt uns überlegt haben, es wäre einfach schade, wenn man den nicht nochmal zeigt und dann nachher halt irgendwelche Ideen gefunden haben, wie dieser Screen denn in das Kapitel reinpasst. Ein bisschen fällt er vom Stil her auch raus, aber ich finde es gut, dass wir ihn auch reingenommen haben. Ein schöner Screen. Ja, ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich diesen Screen sehe, weil ich den koloriert habe, als draußen die Weltmeisterschaft im Fußball und alle am Jubeln waren und ich musste irgendwie zu Hause noch arbeiten, musste den Screen fertig machen. Und alle waren besoffen, alle waren am Jubeln und ich sitze zu Hause und ich glaube, die untere Kerze, die dritte von links, habe ich, glaube ich, in dem Augenblick gemalt, als Deutschland ein Tor geschossen hat. Sehr traurig. Geht so, oder? Ich hasse Fußball. Ich dachte vielleicht. Genau, bringst du mal eine Fußballreferenz. Ja. Ja. Das Vieh. Das Vieh? Ja, erzähl doch mal was zu dem linken Vieh da oben, das da an der Wand hängt. Ach so, die Trophäen. Das ist im Schlaf gestorben. Okay, vielleicht lässt es bleiben. Vielleicht. Bade, erzähl doch mal was zu dem Vieh da oben links. Nee, sag doch mal. Ach so. Alles klar. Bade scheint nicht, sondern nicht redselig zu sein. Oder vielleicht ist er völlig normal und die sind nur voll fies. Sollte man sogar, ich glaube am Anfang sollte man sogar als Mini-Spot, Mini-Sedwick da drin rumlaufen und man wäre in einem Riesenraum aufgewacht. Man wäre mit einer Bohnenstange da hochgekommen und... Eieieiei. Klang nicht gut, ne? Ja, es war ja wirklich... Aber ich erinnere mich auch, dass es im ersten Entwurf von The Whispered World, also oder nicht, vielleicht gar nicht mal im ersten, sondern in dem Bad Brain Entertainment
Entwurf, dass es da zum Beispiel auch einen Stinktierhändler und so weiter gegeben hat. Ich erinnere mich an ein Stinktier. Richtig. Ich erzähle da nichts drüber. Verrückte Sachen. Ja, manche Ideen sind auch dafür da, um verworfen zu werden. Das ist nicht schlimm. So, wo haben wir denn jetzt noch Ventile gehabt? Hier war noch ein Ventil. Guck mal, da ist jetzt schon ein bisschen Wasser drin. Das schließen wir mal auf. Mach das weg. So. Aber die müssen nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht werden, weil dann geh ich richtig hart weinen. Okay. Einen Hebel können wir noch nicht. Wo waren denn noch welche? Hier, war hier eins? Nee, ne? Nee. War denn noch eins? Einfach drüber latschen, tut nichts. Hier hinten war noch eins. Genau. So. Ja. Das sind drei. Es sind wahrscheinlich vier. Zumindest so laut Wasserpegel. Du bleibst da wahrscheinlich dauerhaft drin hocken. Ja, mach, was du willst. Wir gehen wieder zurück und runter und gucken. Ja, einer muss noch. Wo ist denn der letzte? Oh, das letzte. Ist ja das Ventil. Hoffen wir mal, dass es vielleicht in Lukos Gemach Kriegsraum ist. Keine Ahnung. Können wir gerade aktuell nicht rein. Ja nun, wusste ich natürlich. Stattdessen gehen wir den anderen Weg. Wie das so ist. Aber ich habe da keins gesehen gehabt. Nein, da wollen wir nicht rein. Geh weg. Geh raus. So. Hoch. Rüber. Nein. Rüber. Rein. Nee. Kurz gucken. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay, nein. Nein. Was haben wir denn noch für Räume? Küche waren wir gerade schon. Zelle? Aber Zelle hätte ich noch gesehen. Schacht. Heu. Was da drunter ist, kotzig. Nein, danke. Genug Heu für heute. Okay. Gut. Dann weiß ich nicht, wo es ist. Mehr als diese höchstens noch. Das ist nicht hier. Gut. Dann. Wo ist das letzte Ventil? Ich erinnere mich aber auch nicht, irgendwo ein viertes gesehen zu haben. Das kann doch nicht sein. Gibt ja nicht so viele Räume. Aber hier waren wir schon. Es gibt ja nur viele Gänge, es gibt aber nicht viele Räume. Geh da rein, du Nudel. Da hinten waren wir schon. Was sind noch für Räume, Kinders? Was ist denn hier eigentlich nochmal? Wo kommt man denn da hin? Wo kommt man da hin? Achso, braucht einem gar nichts. Da geht's nur hoch, da geht's zur Küche. Das sind wir alles jetzt mehrfach durch. Hier ist alles. Die Tonne irritiert mich halt immer noch mega, ne? Weil die kriegen wir nicht kaputt. Hier ist nichts drin. Guck mal. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will.
ist nicht. Die Tür kann ich auch nicht schließen oder so. Nur Heu. Glaube ich. Da war doch nichts, oder? Gerade? Darf ich nachgucken, wo das letzte Zahnrad ist? Ventil ist, weil wenn es keiner weiß und wir sind alles durch. Wir sind alles durch. Guck jetzt. Um den Fahrstuhl in Betrieb zu nehmen, muss man den Wasserdruck in einem Kessel erhöhen. Heute im Neuen noch machen. Oh, man könnte das anzünden. Das ist bescheuert. Also ja, klar kann man eine Heu anzünden, aber ich käme von allein nicht auf die Idee, wenn ich darunter nicht sehen würde, dass da was ist. Oh, ich denke nicht so weit. Und los, Spot. Dein Typ ist warum? Gefragt. Warte, ich mach nur kurz die Tür zu. Soll ja nicht gleich ganz Askelia den Rauch sehen. Aber wenn man doch nicht weiß, dass da was drunter was ist. Dank dir. Bevor ich hier von alleine drauf gekommen? Ist er von alleine drauf gekommen? Krass. Respekt. Nein, wir wollen Dickspot. Nein, ist okay. Wäre ich nicht drauf gekommen. Aber ich denke vielleicht auch einfach nicht um genug Ecken. Weil wenn ich... Naja, ne, du weißt, was ich meine. Ja, was wäre ich ohne euch? Was wäre ich ohne euch? So, jetzt haben wir aber. Gut, das erklärt's. Aber trotzdem wäre ich da nicht drauf gekommen. Ich habe mir nur so gewissen, ja schön, da ist Heu. Aber er sagt ja nicht, dass unter dem Heu irgendwas ist. Aber ja, er guckt, Alter, auch nicht wirklich. Ja. Yay. Und nu? Achso, das ist jetzt ein Aufzug, der irgendwo fährt. Aber wo fährt er denn? Ich weiß ja gar nicht, wo wir eigentlich einen Aufzug haben. Hier nicht, ne? Wo, da ist ein Hebel, ne? Da kommen wir aber nicht dran. Ich bin immer noch dafür, dass das Vieh da reinbeißt. Müssen wir eigentlich ihm das wieder zurückgeben? Vergiss es jetzt einfach nur gar. Ja. Okay. Hätte ja mal sein können, dass er jetzt nicht bemerken darf, dass wir den Schlüssel hatten oder so, ne? Hm. Irgendwas verbinden? Nee. Ich finde schön, dass dieser Gruppe auch die ganze Zeit sabbert. Sehr geil. Und hier in dem Zimmer war sonst nichts mehr? Nur letztendlich bräuchten wir ein Item, das wir schon ganz lange haben wollten. Was? Ich habe keine Erinnerung, was? Was für ein Item? Wenn ja, wir müssen irgendwie in diesen Hebel, aber womit? Mit Opas Hose. Aber wir haben nicht Opas Hose. Welches Item wollten wir denn haben? Ach so, den Eimer. Das wollen wir lange haben. Aber wie? Immer noch kein Deutsch schlauer diesbezüglich. Was ist, wenn wir das eigentlich in die andere Richtung drehen? Fällt das dann vielleicht runter? Wir haben bisher nur nach links gedreht. Warum fällt das nicht runter? Alles wubbelt hier. Frage für einen Freund. Ja. Wir haben so viele Items, mit nichts möchte er werfen. Was war eigentlich mit diesen Kerzenhaltern? Nix, okay. Nein, sie sieht und ich darf ihn. Kannst du Großspotter hochwerfen?
Wenn ich dann nicht komme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Kannst du werfen, Sedwick? Nein, kann er nicht. Ich weiß immer noch nicht, was da drin ist. Da kenne ich nicht. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da dran komme. So, was sehen wir denn hier? Fachplan. Nein, 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 nein. Map. Was übersehen wir? Weil das sage ich heute häufiger, ne? Ich bin mir dessen bewusst. Das... Das wäre schon noch geil zu machen, ne? Was ist mit dieser Tonne? Ich möchte endlich wissen, was mit dieser Tonne ist. Warum steht die da? Die muss doch einen Grund haben. Lea. Was ist denn mit diesen Trophäen? Müssen doch auch einen Sinn haben, oder? Pack die mal an. Ich komme nicht ran, was genau genommen aber auch nicht weiter schade ist. Ach, Sedwick. Ach, Sedwick. Ich komme nicht ran. Was? Übersehen wir irgendwas? Mach mal die Tür zu. Ist da irgendwas mit der Tür? Ist dahinter was? Geh mal weg. Da ist was! Gabelding! Geil! Das wollten wir haben. Gabelding! Was ist das? Eine Art Gabel? Die Askel haben erstaunlich viel Besteck hier rumliegen. Boah, das mit diesen Türen zumachen und dahinter was finden, das ist auch so ein richtiger Dick-Move, ne? Geil! Erstmal so ein Schraubenschlüssel, ne? Können wir damit wenigstens werfen? Bitte? Sedwick, bitte? Auch von hier unten bestimmt nicht, vielleicht von da hinten, ne? Kannst du damit werfen? Nein, ich komm. Ich komm nicht ran. Ich weiß gar nicht, in welchem Dingens hier gerade sind. Wir müssen das machen, dass wir wieder hier raus können. Oh, es geht ja theoretisch immer, aber... Egal, es wird dann ein größerer Umweg. Okay. So, kannst du da jetzt doch mal gucken gehen, bitte? Oh, bitte funktionier. Ich will diesen scheiß Eimer. Muss der einmal zu uns kommen? Ja. Ich will den ja immer runterwerfen oder so. Kann da das jetzt werfen? Er sagt nicht mal was dazu. Okay. Dann halt wohl nicht. Offensichtlich ist das nicht richtig. Warum nicht? Warum kriege ich nicht mal so einen dummen Kommentar mit? Ich komme da nicht dran. Die Askel haben ja... Ja, ja, das ist schön. Nein, ich... Andere nein, Sachen... Die sind nur dafür da und ich darf hinzu... Gibt es irgendwas, was wir schrauben müssen? Gabelding. Gabelding! Gabelding... Ich habe keine Ahnung. Im Hebel hat mit dem Gabelding ja auch nichts zu tun. Nein, das muss nicht geschliffen werden. Gabelding? Werfen kann ich es nicht? Das hat was mit dem Drehen zu tun. Mit dem Gabelding kommen wir gerade überhaupt nicht weiter, glaube ich.
habe jetzt die Lösung nicht gelesen, aber es stand halt, was man alles drehen muss. Und bisher, achte mal auf den Bereich über dem Eimer, wenn du den Raum drehst. Oh, ist das Fenster dann da drüben? Das ist mir nicht aufgefallen. Aber... Das ist mir nie aufgefallen, ey. Ich glaube, als Zuschauer sieht man sowas echt viel schneller. So, aber jetzt komme ich halt nicht mehr raus. So. Das heißt, wann wäre denn offen? Da nicht. Dann kann ich auch bei zweimal in die Richtung, ist dann auch egal. Dann wissen wir, dass wir einen weitergedreht haben. Dann müssen wir zurückdrehen. Ach egal, ich probiere das jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir haben ja jetzt das quasi aufge... Wir haben ja die Tür aufgelassen. Wir kommen jederzeit hoch. Cedric, lauf! Es gibt Kilometergeld. Nicht nach Stunden bezahlt. So. da drüben... So, was ist, wenn wir jetzt nach rechts drehen? Genas. So. Kommen wir halt jetzt noch da rein? Aus irgendeiner Sicht? Sie ist verschlossen. Nee, da nicht. Aber vielleicht von unten. Cedric ist eher so der Dauerläufer, nicht so der Sprinter, wie man vielleicht merkt. So. Da sind wir jetzt in der richtigen Position? Spot so ganz langsam. Ja! Oh mein Gott! Nein, ich komme nicht ran. Kein Problem. Nimm das Gabelding. Ja, so könnte das klappen. So, und jetzt doch mal alles wieder auf Anfang. Aber dann haben wir das auch. Und dann kommt das nächste, was wir nicht schaffen. Hier, wo muss ich zurückdrehen? Da. So. Ich finde, Whispered World ist ein wirklich nicht einfaches Point-and-Click-Adventure. Aber vielleicht ist es auch alles so ein bisschen Tagesform. Vielleicht ist man auch manchmal einfach ein bisschen dusselig. Das kann ja auch mal sein. Applaus, Applaus, Applaus! Ich habe es aber nicht gesehen, dass ich das oben mitgedreht hat. Hätte ich das gesehen, wäre mir das natürlich wesentlich eher klar gewesen, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe so gezielt nach unten geguckt, dass es oben sich hätte Party Disco sein können, ey. So, jetzt haben wir einen Eimer. Mit dem Eimer machen wir machen wir... Das ist ein Haken, ne? Oder? Links hier? Können wir einen Eimer dranhängen, aber in dem Eimer ist noch nichts drin. Da muss bestimmt noch was rein, ne? Ich könnte den Eimer wahrscheinlich an die Kette hängen, wenn meine Arme lang genug wären. Ich muss mir ja nur was anderes überlegen. Ja. Noch ist nicht an. Ah, das geht schon, okay. Muss der jetzt schon da dran oder muss der erst gefüllt werden? Jetzt geht jetzt schon. Ist zu schwer, um ihn so weit zu werfen.
So, und obwohl Spot jetzt die gleiche Masse hat wie gleich, ist er jetzt schwerer. Weil, ne? So funktioniert das. Was ist das? Ein Fahrstuhl? Mal sehen. Und Spot nur so, hallo? Hallo? Sandwich? Zerfasst das Zugseil, führt in schwindelerregende Höhe und wird von einem komplizierten Mechanismus angetrieben. Yeah. Kein Problem. Dieser Fluchtweg scheint wie für mich gemacht zu sein. Hm. Ich will zurück in meine Zelle. Auf zu heulen. Wir haben lange noch gebraucht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihn zu bekommen. Ah. Corona. Ja, Corona, das auch noch. Toll. Da willst du nicht hin, Junge, da willst du nicht hin. Erstmal einen Stein angucken. Ich verkneife mir lieber jede spöttische Bemerkung. Immerhin haben sich Steine auf meiner Reise doch erstaunlich oft als nützlich erwiesen. Willkommen in Physikleistungskurs. Ja, ist halt auch so. Achso, wenn es klein ist und die gleiche Masse hat, das ist so. What is heavier? 1 kilogram of feathers or 1 kilogram of steel? Und dann so. 1 kilogram of steel, because steel is heavier than feathers. Ich hoffe, ihr kennt das Video. Es ist sehr lustig. So, nimm mal mit. Obwohl du sonst nichts tragen kannst, nimmst du einfach diesen ultra großen, fetten, dicken Stein mit. Der jetzt nicht mehr so rund ist wie gerade. Jetzt ist der irgendwie platt. Warum haben wir den Schlüssel denn jetzt noch? Ah. Steel safe, ja. Mir wird ganz schwummerig, wenn ich bedenke, dass ich damit gefahren bin. Ach was, gar kein Problem. Da unten wohnen die Askil. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Bind dich damit ab. So. Sonst ist nix? Sonst ist nix. Dann. Ich glaube, den Screen gab es schon sehr lange, bevor wir überhaupt überlegt hatten, was wir machen wollten. Da hast du wunderschöne Texte auch gemacht, zum Beispiel, wenn man irgendwie die Schlucht runterrotzt. Was? Das geht? Wie cool. Gleich probieren. Das hat, ja, Gunnar, so hervorragend gemacht, dass wir dann halt irgendwie, während wir dieses Runterspucken aufgenommen haben im Studio, dass er dann der Meinung war so, ja, aber Sedwick kann doch bestimmt nicht gut spucken. das groß ankündigen. Und dann nur so klein, ja, Sedwick ist so eine Lusche, ey. Ja, Sedwick ist schon ziemlich, ja. Und er kann sehr viel nicht glauben, das stimmt, ja. Ach je. Vögels! Die Vögel scheinen sich da recht wohl zu fühlen. Es Musik könnte ist so gut. Sich als schwierig erweisen, sie vom Bee zu vertreiben. Wäre ja auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Ja, du bist auch nicht sonderlich furchterregend, ne? Ganz ehrlich. Schusch! Ja, ja. Was haben wir denn Schönes? Ein bisschen Natur, ein paar Gleise. Ich sehe schon den Hogwarts-Express da drüber. Tuk, 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 tuk. Das sieht nicht nach einer sonderlich vertrauenserweckenden Route aus. Ach Mensch, du bist auch nur Amor. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Oh, das ist halt. Oh, wir haben gerade. Wir können wieder runter, ne? Wir wollten noch zur Schlucht und spucken. Spucken! Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Nochmal. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Von den. Mit so viel Elan einfach. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Opa-Soße! Opa-Soße! Das kriegt er nicht mit, oder? Das kriegt er bestimmt mit. Das ist doch schon wieder Opas Hose. Wie ist die denn hierher gekommen? Das ist unsere Hose. Hey, und lass die Finger von meiner Wäsche. Das ist nicht deine Hose. Ich möchte gerne den Bon dafür sehen, ja? Die Rechnung. XXXXS. Wie niedlich. Auch unser Hemd. Hey! Ah ja. So was wäre. Was haben wir denn sonst noch? Nur noch ihn? Sonst nichts mehr? Nichts zum Gucken? Kein Lucky Lucky?
Achso, die Wäscheleine noch. Ja, die können wir bestimmt auch nicht mitnehmen. Auf meinem Grabstein wird stehen. Die Welt konnte er zwar nicht retten, dafür hat er sich einen guten Überblick über die Wäscheleinen der Umgebung verschafft. Schön. Hey! Ah ja. Garten. Hier wächst wohl gar nichts. Hey! Boah, geht so, ne? War das etwa eine Anspielung auf meine Größe? Verdammt, es war keine. Nicht mal das habe ich mehr drauf. Hey! Lass die Finger von meinem Kürbisbeet! Ist ja gut. Ein schäbiger Typ. Schön so mitten ins Gesicht gesagt. Gut, Cedric. Sehr gut. Und jetzt sprich doch mit ihm über das, was du von ihm möchtest. Das klappt bestimmt wundervoll. Jeder! Stopp! Anhalten, Gesindel! Keinen halben Schritt weiter! Wie bist du an diese Hose da drüben gekommen? Das ist tatsächlich eine komische Geschichte. Und etwas peinlich. Ich werde die Wahrheit wohl mit ins Grab nehmen. Mhm. Kannst du mir helfen? Kommt drauf an. Wobei denn? Ich muss dringend nach Corona. Nach Corona? Vergiss es. Der Zug fährt nicht mehr. Ein Zug? Was für ein Zug? Ich sagte, vergiss es. Die Gleise wurden stillgelegt. Such dir einen anderen Weg. Lauf halt die Gleise entlang, ey. Welche anderen Wege nach Corona gibt es denn noch? Hm, tja, genau genommen war der Zug der einzige Weg. Aber ich sagte schon, er fährt nicht mehr. Einkaufszentren, Schulen, Kindergärten, Altenheime. Das sind die Wege nach Corona. Die Askel sind mir auf den Fersen. Die Askel sollen ruhig kommen. Ich bin darauf vorbereitet. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen? Nein, Trickfallen aufgestellt. Mhm, stimmt super. Ich werde die Welt zerstören. Tja, das will ich auch. Na und? Wenn du mein Rat willst, posaun es nicht überall herum. Die Leute reagieren nicht so gut darauf. Ist das Gunnar? Er klingt ein bisschen wie... wer ist er? Spitz. Dingens. Wie diese Maus. Oder was auch immer das ist in, Mad the Rabbit. Das klingt ähnlich. Könnte Gunnar sein. Könnte einer von den ganzen Gunnars sein, die bei Dedalic arbeiten oder gearbeitet haben. Gibt da irgendwie 20 Gunnars gefühlt da. Ich bin ständig gezwungen, mich mit überdrehten Schwachköpfen zu unterhalten. Natürlich wirklich, Gunnar Bergmann. Mir passiert das eher selten. Und in dieser Woche ist es sogar das erste Mal. Von Baumann, Bergmann, Pokinson. Der Band von Poki. Oder der Band mit Poki. Alles furchtbar. Punkt. Alle bekloppt geworden. Das alles Wetter. Alles ist furchtbar. Die Askel wollen Corona angreifen. Die Welt wird untergehen. Und ich bin an allem schuld. Mann, bist du ein Jammerlappen. Wenn ich deine Welt wäre, würde ich auch lieber untergehen. So viel ist mal sicher. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Das glaube ich allerdings auch. So wie du rumläufst. Also, ist noch was. Du versperrst mir die Sicht auf meinen Lieblingsbaum. Oder spricht dir das Eichhörnchen? Oder alle? Und ich höre schon wieder Türen, was total irritierend ist. Ich habe ja das Fenster offen, das ist wahrscheinlich eine Autotür. Weil ich bin alleine in der Wohnung und ich möchte nicht, dass ich hier Türen in der Wohnung höre. Da würde ich ein bisschen Panik kriegen. Nein, nein, ist bestimmt eine Autotür. Wenn mich gleich von hinten einer erschlägt, ne? Bitte ganz schnell screenshotten, damit ich weiß, wer es war. Es gibt einen Zug? Hörst du nicht zu, oder was? Ich sagte, es gibt keinen Zug. Die Lok steht zwar noch offen, aber sie fährt schon lange nicht mehr. Darf ich mir die Lok mal angucken? Na, hör mal. Ich bin doch kein Museum. Ich sagte, es gibt keinen Zug. Hm. Obwohl die Idee nicht schlecht ist. Ich frage mich, wie viel man für den Eintritt verlangen könnte. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Hm. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Du hast keine Ausgaben, du... Also mehr als 5 Silberlinge wäre mir das nicht wert. Ein Goldstück hätte ich dafür unter Umständen schon übrig. Sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Ja, natürlich. Wir müssen den da locken, ne? Für sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Im Ernst? Du glaubst, die Leute würden so viel bezahlen, nur um eine ausrangierte Lok zu sehen? Es ist ja nicht irgendeine Lok. Sie fuhr immerhin nach Corona, nicht wahr? Es ist eine königliche Lok. Königlich? Das hieße ja, dass ich die ganze Zeit auf einer Goldgrube gesessen habe. Und du hast es nicht einmal gemerkt. Wie konnte ich nur so blind sein? Zum Glück und so hast klein. Du am Ende doch noch einen unfehlbaren Geschäftssinn bewiesen. Das kannst du aber laut sagen. Ich hätte ja fast die Chance meines Lebens verpasst. Kommt her! Das ist mir jetzt
gratis rein? Fern und nah. Wir sind der Geschäftspartner. Heute hat Maurice majestätisches Eisenbahnmuseum geöffnet. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Lok jetzt angucken? Klar. Das macht 10 Goldstücke. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt. Eigentlich habe ich überhaupt kein Geld bei mir. Dann verzieh dich! Du blockierst den Eingang für die anderen Kunden. Ich dachte, so als Businesspartner würde ich einen Rabatt kriegen. Und? Mann. Wie läuft das Museum? Es war noch kein einziger Besucher da. Was mache ich nur falsch? Läuft wohl schlecht, ne? Tut mir leid. Ich hätte da ein paar Ideen, was man verbessern könnte. Ach ja? Und warum sollte ich auf dich hören? Es ist ja nicht so, als wärst du mein Berater. Du könntest mich ja als Berater engagieren. Warum eigentlich nicht? Na gut. Du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Also leg los. Was empfiehlst du mir? Du könntest die Preise senken. Vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Du solltest den Namen ändern. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja, gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Wäscheboy hat. Andererseits Wäscheboy. Kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei es drum. Du bist eingestellt. Du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Okay. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut. Das sehe ich ein. Ich liebe das hier so. Was soll ich machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nichts. Du musst einen Profi engagieren. Naja, na gut. Aber wo bekomme ich so jemanden her? Habe ich schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbygärtner bin? Ich könnte doch mal mein Glück versuchen. Du? Warum nicht? Oder siehst du hier noch jemanden? Ist ja schon gut. Wenn du es schaffst, die Vögel zu verscheuchen, bist du eingestellt. Als Gärtner bekommst du 1 Goldstück am Tag. Aber wie gesagt, schon 3. Erst nach getaner Arbeit. Berater, Wäscheboy, Gärtner. Du solltest den Namen ändern. Sollte ich das also? Unbedingt. Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum. Das klingt viel zu protzig. Was schlägst du vor? Maurice Medium Museum, Maurice Mini Museum, sehe ich. Wir dürfen nicht... Mir gefällt Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut. Dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? So ein geiler Charakter einfach. Die Preise senken. Ich glaube, du hast recht. Für einen Besuch im Maurice Medium Museum sind 8 Goldstücke wohl angemessen. Nee, du könntest die Preise noch weiter senken. Noch weiter? Na, hör mal. Maurice Medium Museum ist seine 8 Goldstücke allemal wert. Nee, sehe ich nicht. Vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Glaubst du? Wenn ich mir dich so angucke, wahrscheinlich hast du recht. Du siehst aus, als wäre dir eine Maus über die Leber gelaufen. Du meinst eine Laus? Hat er nicht gesagt. Was ich gesagt habe. Was schlägst du vor? Soll einen Clown einstellen? Du solltest einen Clown einstellen. Einen Clown? Bist du verrückt geworden? Hey, ich bin zufällig Clown. Ich kenne zufällig ziemlich gut. Ich will dir ja keine Angst machen. Aber wenn die nicht bald ein wenig Aufmunterung bekommen, dann könnte es einen Streik geben. Einen Streik? Na gut. Aber wo bekomme ich jetzt bloß einen Clown einfach her? Du kannst den Job nicht selbst machen. Wieso? Bin ich zu Clown? Klein? Nein, nur. Am besten gleich. Super. Du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Alles klar. Du solltest einen Mitarbeiterrabatt einführen. Ein Mitarbeiterrabatt? Kommt nicht in Frage. Warum denn nicht? Sieh es mal so. Du machst deine Mitarbeiter glücklich und bekommst trotzdem Geld von ihnen. Was? Hey, du hast recht. Diese Trottel. Alles Idioten. Ja, okay, abgemacht. Mitarbeiter zahlen nur noch die Hälfte. Also 4. Du solltest als erstes diesen schlecht gelaunten Geschäftsführer entlassen. Das geht nur 3 Monate zum Quartalsende. Ein Jammer. 3 Monate zum Quartalsende? Also... nie. Ach, die fangen sich schon wieder. Das denke ich auch. Ich werde einfach bei der nächsten Weihnachtsfeier eine motivierende Rede halten. Dann erledigt sich das Problem von ganz alleine. Was ist denn mit dem anderen Namen? Du solltest den Namen ändern. Was denn? Schon wieder? Unbedingt. Maurice Medium Museum. Das hat kein Pep. Was schlägst du vor?
Mehr als ein Maurice-Mini-Museum sehe ich hier nicht. Mini-Museum? Soll das eine Anspielung sein? Glaub mir, die Menschen mögen kleine Sachen. Man wird dir die Bude einrennen. Legoland. Okay, okay, okay. Der Name wird geändert. Aber dann muss ich auch den Gärtner wieder entlassen. Oh nein. Das Gehalt wird eingezogen. Und die Wäsche nein. kann auch wieder draußen hängen. Also nein. entlasse ich den Wäscheboy. Und das Gehalt nein. wird ebenfalls eingezogen. Hast du noch so einen Tipp? Du solltest unbedingt okay, erst den Namen ändern. Was schlägst du? Mir gefällt. Medium Museum mit Is, I guess. Du solltest ja, klar, ich muss die Kasse. Du könntest mich ja nennen. Na gut, du bekommst das. Das springen wir jetzt halt, ne? Diese Fassung. Hab ich. Du bist wenn als ab. Preise noch weiter senken? Na, hör mal, Maurice, mir. Okay. Mir fällt nicht an. Dann wüsste ich's. Ein toller. Du lässt dir lieber was einfallen. Oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. So, ja. Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Gärtner. Aber du hast die Vögel noch nicht verscheucht. Darum gibt es für dich auch noch kein Geld. Du bist mein Berater. Du bist mein Clown. Und du bist mein Wäscheboy. Die Wäsche? Oh je, die habe ich ja vollkommen vergessen. Darum gibt es für dich auch noch kein Geld. Du hast also bereits 2 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Okay, nice. Gut. Ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. Sag der Richtige. Haben wir denn alles? Müssen die Vögel verscheuchen und die Wäsche abhängen. Wäsche abhängen können wir doch einfach so, oder nicht? Ja. Das ist jetzt nicht so schlimm, ne? Fertig. Können wir damit eine Vogelscheuche bauen? Die Stäbchen sind dünn wie Maurice Ärmchen. Die würden gut zu diesem Hemd passen. Ja, dann... Okay, es ist noch nicht... Wir müssen irgendwo... Die muss ja irgendwo drüber, ne? Der Knüppel hat ungefähr Maurice Größe. Du gestattest, Grubber. Passt. Okay. Haben wir aber. Also irgendwie ist das jetzt nicht... Du gestattest, Grubber. Passt. Warum macht er das denn dann nicht? Vielleicht Grubber erst die Hose? Er hat nicht einmal... Okay. Können wir Grubber irgendwo in den Garten... Stopfen. Ja, sieht gut aus. Boah, er sieht auch richtig übel aus, ey. Ein Schrumpfkopf. Okay, dann kommt jetzt das Hemd drüber. Die richtige. Aber so würde es wohl kommen. Es fehlen die Ärmchen. Ah, jetzt fehlen die Ärmchen. Ja, deine Mutter. Die Stäbchen sind die wirklich. Achso, müssen wir erst die Stäbchen nehmen. Okay. Ei, ei, ei. Uff. Okay, guck mal, die Vögel sind weg. Mission erfüllt. Oh, bravo. Du hast die Vögel verscheucht. Willst du jetzt eine Mitarbeiter des Monats-Plakette? Dein Dank ist mir Lohn genug. Nein, mein Lohn ist mir Lohn genug. Nee, nee, so kommen wir nicht mit Dank ist Lohn genug. Mein Lohn ist mir Lohn genug. Oh, Stein. Ja, unser Gehalt. Also ich glaube, da können wir einmal jetzt auch noch die beiden reden lassen. Dann machen wir auch gleich Feierabend, ne? Okay, hier kommt ein wunderbarer Charakter, den sich Pucky ausgedacht hat. Das ist Maurice. Maurice. Ja. Auch wunderbar vertont von unserem Lars. Ja, sehr ja, schön. Ebenfalls einem alten Kumpel, den ich und Schauspieler, also mit dem Schauspieler, mit dem ich schon vor Gründung von The Delic viel zu tun hatte. Wir sind auch tatsächlich zur selben Schule gegangen, in Norderstedt. Ach, ja. Nicht schon wieder in Norderstedt. Genau, der nicht schon wieder. War in der, im Jager von meinem Bruder. Und er hat eine sehr weit auseinandergehende Stimmbandbreite, kann sehr unterschiedliche Charaktere sprechen. Er spricht unter anderem auch den Barmann in Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Okay. Von so aus kann er halt einfach so umswitchen auf solche Charaktere. Ich lese ein bisschen. So die keifende Wadenbeißer. Ja, aber optisch hast du dich da schon an deinem Mops orientiert. bei Maurice. Also der hat halt unglaublich viel Spaß gemacht, gerade irgendwie im nächsten Raum, den ihr jetzt noch nicht seht, wo er halt auch wohnt. Ja.
Aber da will ich jetzt nicht zu viel erzählen. Richtig so. Hier fällt mir natürlich noch dazu ein, dass das hier wirklich der komplexeste Multiple-Choice-Dialog in Whispered World war. Alleine das Ablaufdiagramm dieses Dialoges passte nicht mehr so richtig auf eine Seite. Wir haben dieses Dialogrätsel auch einfach fast beim ersten Mal direkt gelöst, ne? Ein großes Dialogrätsel. Voll gut. Und so ich kann ja doch was. Ja, reden kann ich halt, ne? Da drin gibt. Das mal wieder ein überbordender Dialog. Voll geil, das Rätsel. Ich glaube, wir haben noch gar nichts zum Spot-Inventar zum Beispiel gesagt. Oder zum Interface allgemein. Das kommt nämlich auch vom Bade, diese Überlegung. Das sollten wir aber vielleicht für den nächsten Raum uns aufsparen, weil da benutzt man Spot ja mal so richtig dolle wieder. Genau. Und natürlich diese markigen Bahngleise, die ebenfalls in einer frühen Skizze von dir zu sehen waren. Und die wir dann halt ebenfalls ein bisschen tiefer in die Story mit reingewoben haben. Ich weiß, wir hatten sogar überlegt, die mal aufs Cover zu packen. Genau, es gab ein paar Cover-Entwürfe, da waren die mit drauf. Das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. So in Parallelperspektive. Die hat es nicht so gefallen. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Ich fand es ganz schön, dass ein bisschen mehr Landschaft drauf war, aber die Charaktere gingen halt stark unter. Ja, im Endeffekt über das Cover hat nachher im Endeffekt das Marketing das letzte Mal. Ich glaube, das wäre auch nicht so ganz im Kanon von unseren anderen Spielen gewesen, wo wir ja immer unsere Charaktere ganz stark präsentieren. Ja. Carsten hat ja auch sehr viel mit dem Cover da gemacht. Genau. Ja, können wir noch irgendwas über Carsten mal erzählen? Wir erzählen so selten was über Carsten. Das ist schon wieder mit Carsten los. Fällt mir dabei ein. Ja, das stimmt. Also am Cover hat er auf jeden Fall sehr viel mitgearbeitet und hat uns ansonsten eigentlich immer... Ja, das ist eigentlich genau. Was wahrscheinlich auch ziemlich selten ist in der Games-Branche insgesamt oder insgesamt wahrscheinlich beim für Produzenten. Das, irgendwo ist er ja Produzent. Mhm. Executive Producer steht dann immer in den Credits, aber eigentlich ist er halt der Chefe und eine seiner allerbesten Eigenschaften ist natürlich, dass er sich tatsächlich, was den Inhalt der Spiele anbetrifft, immer sehr, sehr stark zurückhält und uns einfach so freie Hand lässt und auch gegenüber unseren Publishing-Partnern eben immer in die Bresche springt und dafür sorgt, dass wir so frei wie nur irgendwie möglich als Autoren arbeiten können bei der Delic. Genau, das sowas habe ich auch noch nicht erlebt, irgendwie, dass wirklich der Chef so für die Künstler einspringt. Das ist schon. Oh Gott, jetzt schlage ich viel zu viel. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Schneiden wir das. So, wir holen unseren Lohn ab, würde ich sagen, ne? Hier dann nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Ich hätte ganz gerne meine Bezahlung. Du bist mein Gärtner, du bist mein Berater, du bist mein Clown und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 4 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Ich hab Feierabend. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar! Das macht 8 Goldstücke. Ja, für dich 4. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt, aber könnte ich es nicht gegen mein Gehalt rechnen? Das ginge vielleicht, aber erst mal sehen, wie viel du überhaupt schon verdient hast. Also, du bist mein Gärtner, du bist mein Berater, du bist mein Clown und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 4 Goldstücke verdient. Tja, sieht so aus, als hättest du genug verdient. Willkommen im Maurice Medium Museum. Klingt richtig scheiße. Darf ich jetzt? Ich darf hoch. Okay. Nett, aber wie komme ich hoch zur Eisenbahn? Es sei denn... Himmel, noch ein Fahrstuhl. Warum bin ich nicht einfach bei den Askill geblieben? Weil die dich getötet hätten. So, hier müssen wir aber für heute Päuschen machen. Ich habe noch leider noch ein bisschen was zu tun. Und wir brauchen auch noch genug für den nächsten Stream am nächsten Samstag. Denn ich glaube, wir sind kurz vorm letzten Kapitel. Und vielleicht stelle ich mich ja ein bisschen weniger beknackt an im letzten Kapitel. Und dann wollen wir natürlich auch einen vollen Stream haben, ne? Dementsprechend speichern wir jetzt mal. Wir haben aber trotzdem viel geschafft. Ja, wir haben ja letztendlich eigentlich... so ziemlich das ganze dritte Kapitel geschafft heute. Das hat sich halt auch gezogen.
Es hat sich vielleicht auch gezogen, weil wir ganz viel umsonst durch die Gegend gelaufen sind, aber einen knackigen Hintern kriegt man halt nur, wenn man sich auch bewegt, ne? Es war mir ein Fest, Kinners. Es war wundervoll. Es war schön. Und Cedric ist jetzt in dieser Hütte und nicht mehr in der Gefängniszelle. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade, oder? Das ist ein Upgrade. Denke ich mal. So, morgen gibt's bei mir drüben wieder Zelda, Breath of the Wild. Ne? Bei mir guckst du, kann ich es eingeben? Ich muss immer noch das Stream Deck fixen. So, wenn es euch hier gefallen hat, kommt auch gerne rüber. Ihr seid sehr willkommen. Am Montag gibt es eventuell noch einen Spezialstream zu Xell. Und dann geht es am Donnerstag mit Help High weiter. Also ganz viele tolle neue Sachen. Und hier gucken wir mal, wen wir jetzt ärgern. Wen ärgern wir denn jetzt mal? Dafür muss ich auf Twitch. Wen ärgern wir denn? Der Fafa. Oh, ich weiß nicht, was Fafa gerade spielt. Tü-tü-tü-tü. Ton weg, Ton ist weg. Ich weiß nicht, ob der schon... Er ist noch nicht so lange da. Dann können wir auch mal rüber. Fafa Unterstrich. So. Der spielt ansonsten auch ganz viele tolle Indie-Games. Und Zelda, glaube ich, auch. Ich gerade mal gucken, lange nicht geguckt, was er aktuell spielt. Ein ganz netter Typ, genau. Zelda und Mario und Indie-Sachen und Minecraft und da ist immer irgendwas bei. Was er heute spielt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber würde ich sagen, gehen wir einfach mal rüber. Ihr grüßt mir den ganz lieb. Ein ganz, ganz knorke Typ. Und wir sehen uns wieder hier bei The Dalek nächsten Samstag. Da spielen wir wahrscheinlich, ich sei denn, ich stelle mich sehr dumm an, das Ende von The Whispered World. Und ansonsten kommt er einfach die Tage zu mir rüber. Da ist auch etwas Entertainment garantiert. Und bald ist schon die Gamescom. Hyperventilieren. Okay. Dann sage ich danke fürs Dasein und bis nächsten Samstag oder bis vorher schon. Bye, bye.